Welche Auswirkungen haben Sie auf Gesellschaft, auf Einzelmenschen, auf Politik, auf Wirtschaft und so weiter? Wir wissen, dass das Thema sehr unterschiedlich erzählt wird, sehr unterschiedlich auch interpretiert wird, je nachdem, wer über Radikalismus, wer über Terror redet. Für lange Zeit auch als Abwehr gegen Einwanderung als Argument hergezogen. Ich glaube, heute sind die Gefahren vom Radikalismus und vom Terror mehr denn je spürbar, weil sie auch Einzug in den öffentlichen Raum viel stärker gefunden haben, auch in geschützte Privatsphäre, auch wenn sie von unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen unterschiedlich wahrgenommen und erlebt werden. Unterschiedliche Terrorarten, die von unterschiedlichen Gruppierungen gegen Gesellschaft, gegen Menschen ausgehen, haben unterschiedliche Gefahrenlage für unterschiedliche Gruppen, weil sie auch unterschiedliche Zielgruppen haben, obgleich die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Betroffenheit der Gesellschaft sehr häufig die gleiche ist. Der islamistische Terror zielt auf soziale Räume, auf Lebensgefühl, auf Lebensart und auf bestimmte Art der politischen Haltung, unabhängig der Zugehörigkeit zur Religion und Ethnizität. Der rechte Terror zielt in erster Linie gegen Geflüchtete, gegen ethnische Minderheiten und natürlich auch gegen Menschen, die sich für diese Zielgruppen einsetzen. Das heißt, wir haben verschiedene Terrorsorten, auch Radikalismus in der Politik, die ähnliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben kann, oft auch hat, aber auch unterschiedliche Gruppen unterschiedlich als Ziel nimmt. Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen, drei ausgewiesene Experten und Moderatoren zu haben, die die Themen aus verschiedenen Gesichtspunkten und Perspektiven beleuchten werden und mit uns diskutieren werden. Ich werde Sie zu gegebener Zeit vorstellen, aber anfangen wollen wir mit Dr. Marwan Abutam. Dr. Marwan Abutam ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz. Er ist auch Berater bei der Bundeswehr für Geostrategie, interkulturelle Kompetenz, hat verschiedene Lehrtätigkeiten in Münster, in Göttingen und ist gelernter Islamwissenschaftler und Politikwissenschaftler. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Und wir werden so machen, dass wir am Anfang drei unterschiedliche Impulsvorträge haben und danach werden wir dann auf dem Podium die verschiedenen Sichtweisen und die verschiedenen Zugänge zu dem Thema dann diskutieren. Moderieren wird das Podium Breschkay Ferhat. Sie ist die Büroleiterin in Berlin, der Hauptstadt vom Bundesverband Netzwerke Migrantenorganisationen. So, ich bitte Herrn Abutam. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank auch dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit solch einem Thema auseinanderzusetzen, aber auch für die Vorstellung bedanke ich mich. Nun ist meine Aufgabe in 10 Minuten, den politischen Islam und darüber hinaus die Zuspitzung dieser Radikalisierung, die in Terrorismus mündet, darzustellen, aus verschiedenen Perspektiven. Denn wir haben es hier zu tun mit einem Phänomen, was natürlich halt nicht in Deutschland entstanden ist und nicht nur in erster Linie mit Deutschland zu tun hat, sondern das ist ein globales Phänomen, das natürlich in einer Historie zu interpretieren ist. Also quasi, das heißt, wenn wir uns mit dem politischen Islam auseinandersetzen, ist es etwas, zumindest halt, wenn man es modern betrachtet, was mindestens 120 Jahre alt ist, das quasi als Phänomen in Entwicklung, in seiner Zuspitzung und auch in seiner Gewaltausübung, wenn wir im Prinzip halt uns genauer anschauen, dort, wo das Ganze gewalttätig ist. Das ist das eine, also quasi uns auseinanderzusetzen mit einem Phänomen und die Darstellung des Phänomens. Das andere ist natürlich halt die Frage, die natürlich ganz groß ist, wie einigen wir uns auf Begriffe, so beispielsweise der Begriff Terrorismus.
was ist damit gemeint eigentlich? Ich will Sie damit nicht langweilen, aber vielleicht müsste man im Prinzip halt sich die Augen öffnen, um dann zu gucken, was ist Terrorismus, wie entwickelt sich Terrorismus und wie gedeiht es, insbesondere gesellschaftlich. Ich sage Ihnen das, weil ich eigentlich eine andere Botschaft produzieren wollte, nämlich es ist in Deutschland viel wahrscheinlicher, an der Spitze eines Bleistiftes zu sterben, als anhand oder an der Folge eines Terroranschlages. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer eines Terroranschlages wird in Deutschland, ist relativ gering. Trotzdem ist es so, dass das ein Phänomen ist, was uns gesellschaftspolitisch sehr stark beschäftigt. Ja? Wir machen Prävention, wir machen alles Mögliche. Nur im Übrigen, nur, ich meine, wir sind immerhin hier in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung und Sie wissen ja, die Tradition dieser Partei, die da letztendlich hinterlegt ist, das ist die Umwelt. In Deutschland sterben Jahr für Jahr alleine an Feinstaub etwa 3000 Menschen. Wir haben kaum Präventionsprojekte in dem Bereich. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wir hier tatsächlich die gesellschaftliche Polarisierung haben, die letztendlich über den Begriff Terrorismus und die Folge dessen, also die Angst davor, und das ist das, was Terrorismus macht, nämlich Angst produzieren, verängstigen. Und das ist etwas, was wir, wenn wir uns auseinandersetzen, insbesondere mit dem politischen, mit dem islamistischen Terrorismus, ich komme gleich zur dezidierten Darstellung des Begriffes, wenn wir uns mit diesem Phänomen beschäftigen, dann stellen wir fest, die medialen Räume, die reproduziert werden, um dieses Phänomen immer wieder zu darzustellen, also quasi das, was letztendlich ein Terrorist an Medienwirksamkeit bekommt, führt dazu, dass natürlich dieses Phänomen uns begleitet. Das Beispiel: Wir waren alle, zumindest diejenigen, die damals TV konsumieren konnten, also quasi vom Alter her, wir waren alle Zeugen des 11. September und damit wurden wir traumatisiert von etwas, von einem Terroranschlag, das zunächst einmal mit uns nicht unbedingt direkt was zu tun hat. Ich mache hier einen Punkt als Vorbemerkung und gehe jetzt zum Phänomen Islamismus und vor allem, dass da letztendlich darüber hinausgeht. Wenn wir uns mit dem politischen Islam auseinandersetzen, ist das die große Herausforderung darin begründet, dass wir es zu tun haben mit einem Phänomen, das sich ergründet bzw. begründet über eine Religion. Ja? Also das ist eines der Hauptunterschiede zwischen anderen Formen des Terrorismus und einem Terrorismus, das sich auf eine religiöse Radikalität, also eine Radikalität, die zumindest religiöse Narrative nutzt, um sich zu begründen. Warum ist das wichtig? Warum ist das interessant? Ganz einfach. Weil wir damit eine komplette Polarisierung einer kompletten Religionsdebatte bekommen. Das heißt, wir beginnen tatsächlich, um den Terrorismus zu verstehen, um seine Auswirkungen in die Spuren der Geschichte zu gehen. Versuchen das zu erklären, warum jemand heute etwas tut, mit Aussagen von Personen aus Jahrhunderten, also quasi, was weiß ich, also der Terrorist, der heute etwas tut, der dann im Prinzip sich legitimiert über eine Aussage eines Propheten, der vor 1400 Jahren gelebt hat oder gelebt haben soll. Also hier merken wir es quasi, das heißt hier die Verknüpfung der Narrationen, der Narrative ganz zentral und ganz wichtig, weil das wiederum die Thematik Terrorismus verknüpft mit der Thematik Migration. Ja, wenn wir uns in Deutschland damit auseinandersetzen, dann geht es im Prinzip quasi zunächst einmal um Terrorismus, dann geht es um Islamismus, dann geht es um islamische Migration und endet und mündet nicht zuletzt in der großen Frage, gehört eigentlich der Islam dazu, ja oder nein? Ich sage das deswegen, ich möchte Sie daran erinnern, vor kurzem gab es einen Parteitag in Süddeutschland und da hat eine Partei, eine immerhin Regierungspartei, die eigentlich keine Angst haben sollte, davor in Bayern zumindest Wahlen verlieren zu müssen, hat darauf gepocht, dass das Schweinefleischessen zur deutschen Identität gehört. Ich fand es ganz spannend, also quasi, was macht man mit den ganzen Vegetariern? Aber und die Motivation, das Ganze aufzunehmen, hat mit Terrorismus nichts zu tun, hat mit Radikalisierung nichts zu tun, aber es hat auf jeden Fall mit der Debatte um Islam zu tun. Hier haben die Berater den jeweiligen Betroffenen nicht klargemacht, dass das eigentlich eine jüdische Tradition ist, die Muslime übernommen haben. Aber mal dahingestellt, geschenkt. Kommen wir zurück als quasi zu diesem Phänomen, als quasi des politischen Islams und der Islamisierung von gesellschaftlich-politischen oder gesellschaftspolitischen Narrativen. Wenn wir uns mit dem politischen Islam auseinandersetzen, müssen wir Folgendes feststellen. Das ist zunächst mal ein Phänomen, was als Reaktion entsteht, eine Reaktion innerhalb der islamischen Länder auf eine ganze Reihe von Krisen innerhalb dieser islamischen Länder letztendlich zu bewerten ist. Das heißt, der politische Islam ist zunächst einmal ein Problem der Muslime innerhalb der islamischen, zumindest halt Ländern. Diese Krise brach aus, meines Erachtens, quasi, wenn man das Ganze historisch betrachten will, zumindest halt, wenn man die Ideologie, wir sind noch nicht im Bereich des Terrorismus, aber zumindest die Ideologie uns anschauen, das brach aus, als die Araber
durch die Eroberung Ägyptens durch Napoleon festgestellt haben, dass sie eigentlich die Verlierer der Geschichte sind. Ja, so quasi die extreme Modernisierung Europas, die Technisierung der europäischen Kriegsführung und die Eroberung Ägyptens. Das ist im Prinzip, die Europäer traten dann auf einmal auf als letztendlich Eroberer in einer Geschichte, die sich vor wenigen Jahrhunderten anders ausschaute. Da waren die Muslime die Eroberer. Und von da aus beginnt tatsächlich halt die Geschichte letztendlich halt der Auseinandersetzung dieser Gesellschaften mit diesem Modernisierungsprozess und der Reaktionen darauf. Um das Ganze zu verkürzen, springen wir jetzt. Wir springen quasi von der Eroberung Ägyptens hin zum Ersten Weltkrieg. Und was ist im Ersten Weltkrieg passiert? Im Ersten Weltkrieg haben die Türken, also das Osmanische Reich, auf Seiten der Deutschen mitgekämpft und mit verloren. Sie wissen ja, was es passiert ist mit dem deutschen Kaiserreich damals. Also der Kaiser musste abtreten. Es gab eine Republikanisierung letztendlich der Weimarer Republik, das quasi des Deutschlands. Es wurden Gebiete abgetreten und so weiter und so fort. Das quasi, es gab sowas wie eine Bestrafung, in Anführungsstrichen. Das Ganze geschah ähnlich oder in ähnlicher Fasson mit dem Osmanischen Reich. Es zerfiel. Es war vorher schon krank, aber es ist jetzt zerfallen. Das ist ganz spannend aus der Perspektive des Islams oder der muslimischen Gesellschaften. Warum ist das ganz, ganz spannend? Weil mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Kalifats das erste Mal seit dem Ableben des Propheten Mohammed die Muslime vor der großen Frage der Legitimierung von Herrschaft standen. Vom Ableben des Propheten Mohammed bis zum Zusammenbruch des Osmanischen Kalifats war die Herrschaft zumindest formal legitimiert über den Bezug auf den Propheten, deswegen Kalif. Kalif heißt Nachfolger. Wem folgt er nach? Dem Propheten in der Verwaltung bzw. im Regieren des islamischen Gemeinwesens. Jetzt natürlich ist das historisch nicht immer ganz sauber, denn es gab durchaus halt Konflikte innerhalb der islamischen Welt und es gab Herrschaftskonflikte, aber zumindest formal hatten wir eine lineare Begründung der Herrschaft. Mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Kalifats standen die Araber, die Muslime, also quasi insbesondere die orientalischen Muslime, vor der großen Frage, wie regieren wir uns jetzt? Und da gab es verschiedene Projekte. Es gab Modernisierungsprojekte. Ich erinnere an Ägypten Anfang des letzten Jahrhunderts. Ägypten war schon fast eine Demokratie, zumindest eine parlamentarische Monarchie. 20er, 30er, 40er Jahre in Ägypten, sehr stark vom Parlamentarismus geprägt. Es kam der Nationalismus, der arabische Nationalismus, der hier aufgetreten ist, der letztendlich argumentiert hat, naja, also quasi wir werden uns verwestlichen in Form von der Übernahme des Nationalbegriffes oder des Begriffes der Nation. Das Problem in dieser ganzen Gestaltung ist die Tatsache, dass die arabischen Länder, die nun entstanden sind, damals wie heute nach wie vor Transplantate ohne Wurzeln sind. Das heißt, die Idee des Nationalstaates, die in Europa entstanden ist und die Europäer übertragen haben und den Nahen Osten mit organisiert haben, gemäß ihrer Interessen, also das heißt PICO-Abkommen für diejenigen, die sich mit Geschichte auseinandersetzen, quasi man gestaltete diese Länder in Nationalstaaten, aber man hat es nicht geschafft, einen nationalstaatlichen Konsens zu produzieren. Was wiederum bei der nächsten Krise die große Frage der Legitimität von Herrschaft wieder reproduziert hat. Wann war diese nächste Krise? Der Krieg von 1967. 1967 ist der arabische Nationalismus gescheitert. Warum? Weil die Israelis innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 6 Tagen, in der Lage waren, sämtliche national-arabischen Armeen zu zerstören. Und genau hier, an dieser Stelle, tritt jetzt der politische Islam auf und sagt, naja, das haben wir davon, weil wir importieren Lösungen, wir müssen eine eigene Lösung reproduzieren. Und diese eigene Lösung wurde in der eigenen Historie, also quasi innerhalb der islamischen Reinterpretation der Herrschaftsbezüge. Das ist jetzt grob, also quasi das, was die Ideologie darstellt, quasi warum man überhaupt wieder zurückkommt. Und seitdem, also quasi seit 1967 bis heute, gibt es in den meisten arabisch-islamischen Ländern die große Frage, die große Auseinandersetzung ideologisch, wie sollen wir uns regieren? Das ist die Zentralste. Und der Kampf innerhalb dieser Länder geht genau um diese Frage. Wie legitimieren wir Herrschaft? Warum Herrschaft und wie soll das Ganze gehen? Was hat das mit uns zu tun? Abgesehen davon, dass Europa durchaus involviert war, das hat mit uns insofern was zu tun, als dass natürlich im Kontext der Migration Muslime nach Europa kamen. Also einmal Muslime aus den Kolonien, die beispielsweise nach Großbritannien und England gekommen sind, aber auch die sogenannten Gastarbeiter und ihre Nachfahren, die letztendlich halt hier hingekommen sind. Und natürlich sind die beeinflusst von den Entwicklungen in den Herkunftsländern, insbesondere ihrer Eltern oder ihrer Großeltern. Das ist das eine, also quasi die Beeinflussung, die Wechselwirkung, die da ist. Das nächste ist ja die Tatsache, die wir beobachten können in der Zuspitzung des Konfliktes innerhalb der islamischen Welt.
wie gesagt, die meisten Opfer terroristischer Gewalt, islamistisch-terroristischer Gewalt, sind Muslime in islamischen Ländern. Wenn wir im Prinzip das Ganze reproduzieren bzw. auf Deutschland projizieren, stellen wir Folgendes fest. Wir beobachten doch geradezu, dass der Diskurs um den Migranten muslimischer Herkunft aus bestimmten orientalischen Ländern sich zunehmend islamisiert. Was meine ich denn damit? Schauen Sie mal. Bis zum 11. September gab es in Deutschland Ausländer. Ab dem 11. September gibt es in Deutschland Muslime. Okay? Das heißt, all Probleme, die wir vorher hatten, die wurden im Prinzip übertragen in eine Islamisierung des Diskurses. Auf der einen Seite, also quasi von außen, die Zuschreibung, die Auseinandersetzung ist, also wir versuchen das Verhalten von Menschen in Deutschland aus bestimmten Ländern über das Studium ihrer Religion zu erklären. Okay? Also das ist ja die eine Seite, von der einen Seite. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die islamische Identität zunehmend, also die Muslime selber, ihre Identität zunehmend politisieren. Jetzt kann man sich drum streiten, was bewirkt was, aber auf jeden Fall ist es so, dass sich diese beiden Phänomene verstärken. Von außen die immer wieder religiöse Interpretation der Identität und von innen, also quasi Muslime selber, die immer wieder ihre islamische Identität als Begründung für bestimmte Dinge letztendlich reproduzieren. Das ist zunächst einmal nicht problematisch. Das ist etwas, womit Gesellschaft umgehen kann. Problematisch wird es, wenn jetzt auf einmal die Konflikte auch noch mit übernommen werden bzw. übertragen werden. Und das ist das, was wir gerade beobachten, also quasi das, was in Europa, aber auch in Deutschland in den letzten Jahren passiert ist. Schauen Sie mal, Deutschland war 2014, 2015 eines der führenden Nationen, was Export von Terrorismus angeht. Wir haben 900 Terroristen exportiert, die nach Syrien gegangen sind, um sich dort IS anzuschließen. Etliche von diesen Leuten, junge Menschen aus Deutschland, mit und ohne Migrationshintergrund im Übrigen, haben in Syrien Selbstmordattentate durchgeführt. Ja? Das heißt, hier hören wir jetzt auf, darüber zu reden im Abstrakten über ein Phänomen, das eventuell begründet ist mit oder ohne Religion, je nach welche Schule Sie sich anschauen, sagen Ihnen die einen, ja, das ist Islam und das ist der reine Islam, also der dann so radikal ist. Die einen sagen Ihnen, es hat mit Islam nichts zu tun. Fakt ist, es handelt sich um eine Radikalisierung, die sich bezieht auf religiöse Narrationen. Okay? Also ich kenne zumindest keinen extremistischen Moslem, der sich auf Buddha bezieht. Das gibt's nicht. Sie beziehen sich auf die Narrationen, auf die Erzählungen, auf die Geschichten, vermeintlich oder wahren Geschichten, aus bestimmten Interpretationen der religiösen Texte. Das ist wichtig. Das ist deswegen wichtig, weil damit letztendlich die Muslime in Bedrängnis geraten oder in die Notwendigkeit verbracht werden, sich mit diesen Texten auseinandersetzen. Und hier haben wir ein Problem, dass das nicht geschieht. Aktuell gibt es eine Konferenz in Ägypten, da geht es um Dialog der Religionen, da wird man sich gegenseitig erzählen, dass man friedlich ist, aber zum Schluss geht man nicht an die wirklichen Probleme, die da sind, in den Texten, die Narrationen, sich nochmal anzuschauen und sie zu relativieren. Das ist aber etwas, was natürlich halt zunächst einmal auf deutscher Ebene nicht geregelt wird. Was haben wir in Deutschland? Was ist in Deutschland los? In Deutschland haben wir die Situation, dass wir in etwa 5 Millionen Muslime, also quasi vor den Flüchtlingen waren es etwa 4,2 Millionen, heute geht man von etwa 5 Millionen aus. Diese 5 Millionen Muslime, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie religiös sie sind oder nicht religiös, aber wir wissen, dass sie sich als solche definieren. Also, dass sie sagen, wir sind Muslime. Von diesen 5 Millionen Muslime, die kommen übrigens aus den unterschiedlichsten Ländern, also quasi wir haben Muslime aus etwa 70 islamischen Kulturkreisen beziehungsweise islamischen Ländern kommend, mit einem Schwerpunkt der türkischen Muslime. Also die meisten in Deutschland lebenden Muslime sind tatsächlich aus der Türkei. Mit den arabischen Flüchtlingen, insbesondere diejenigen aus Syrien, aus dem Irak gekommen sind, ist natürlich halt die Gruppe der Araber ebenfalls aufgestiegen. Davor, also quasi vor 2014, hatten wir eher die Bosniaken, Balkanen, also quasi Muslime aus dem Balkan als zweite Gruppe gefolgt. In dieser Konstellation haben wir die Situation, dass mittlerweile insbesondere bei den türkischen Muslimen, wir die dritte, vierte Generation schon fast von jungen Menschen, die hier leben. Und wir haben eine riesige Identitätskrise innerhalb dieser Gruppe, insbesondere die Gruppe der zweiten, dritten, auf jeden Fall quasi der dritten Generation. Diese Krise hat Ursachen. Die Ursachen sind sowohl in den Familien zu suchen, als auch draußen. Ich bringe Ihnen das anhand eines Beispiels, weil die Zeit natürlich halt uns wegläuft. Dieses Beispiel ist wie folgt. Ein durchschnittlicher muslimischer Jugendlicher kommt nach Hause und benimmt sich gegen die vermeintlichen Werte der Familie, also die mitgebrachten Werte der Großeltern, der Eltern.
Er wird beschimpft, du bist wie die Deutschen. Das heißt, seine deutsche Identität wird ihm vorgeworfen als etwas Negatives. Er verlässt die Haustür und ist auf der Straße. Sobald er sich gegen die Werte der Aufnahmegesellschaft, vermeintlichen Werte der Aufnahmegesellschaft, verstößt, wird er im Prinzip den Vorwurf bekommen, du bist Türke, Araber und wie gesagt nach dem 11. September zunehmend Moslem. Das heißt, in beiden für ihn wichtigen sozialen Räume wird seine Identität ihm als was Negatives vorgeworfen. Genau an dieser Stelle taucht die politische Ideologie auf, die da sagt, dass deine Eltern mit dir nicht zufrieden sind. Sei froh, das sind Heuchler. Ja? Dass die Gesellschaft mit dir nicht zufrieden ist, sei ebenfalls froh, das sind Ungläubige. Der politische Islam, also quasi dieser radikale Diskurs, der bietet diesen jungen Menschen eine markierte positive Identität. Er sagt ihnen, ihr seid was Besonderes, weil ihr die wahren Gläubigen seid. Und hier haben wir die Parallele übrigens zum Rechtsradikalismus. Der Rechtsradikalismus, der dann den entsprechenden jungen Menschen klar macht, also abgesehen vom Projekt, der ihnen klar macht, ihr seid was Besseres, weil ihr Arier seid. Das Spannende in diesen Extremismen ist, dass der verhasste andere, also für den Gläubigen der Ungläubige, der wichtigste Bestandteil der eigenen Identität wird. Merken Sie die Komplexität des Phänomens. Ich brauche den Ungläubigen, um besonders gläubig zu werden. Und dann brauche ich natürlich halt die Vernichtungsfantasie. Oder anders gesagt, der Übergang vom Vorurteil zur Vernichtung ist in solchen Extremismen, in solchen Hassideologien unheimlich nah. Das heißt, wenn ich letztendlich konsequent die Ideologie zu Ende denke, darf der andere nicht mehr existieren. Ja? Und das wiederum wird als Angebot, als Identitätsangebot gemacht. Warum wird es aber angenommen? Warum wird ein derartiger Diskurs angenommen? Jetzt Identität hin und her. Jetzt muss man vorsichtig sein. Wenn ich Ihnen sage, das wird angenommen, müssen wir Folgendes feststellen. Es gibt in Deutschland 5 Millionen Muslime. Es werden laut Verfassungsschutzberichte etwa 40.000 als Islamisten beschrieben. Und davon wiederum etwa 9.000, ich würde sagen vielleicht 10.000, als sogenannte Salafisten, als quasi Hardcore-Islamisten. Und davon wiederum 1.000, die als gewaltbereit beschrieben werden. Das heißt, das ist kein Massenphänomen. Das heißt, es gibt natürlich viel mehr muslimische Jugendliche, die in dieser Wechselkonstellation leben, Heimat und so fort. Also quasi Eltern und Gesellschaft und wie auch immer. Aber sie gehen nicht massenhaft in die Radikalität. Das muss man immer im Prinzip halt immer wieder betonen, weil ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir zu schnell verallgemeinern. Fakt ist, es ist ein Phänomen, Fakt ist, es ist problematisch und Fakt ist, daraus entsteht Terrorismus. Und noch mehr Fakt ist, dass das Ganze auf religiöse Narrationen basiert, aus der Religion abgeleitet wird. Das sind im Prinzip Dinge, mit denen wir agieren müssen. Auf der anderen Seite stellen wir Folgendes fest. Der salafistische Moslem oder die salafistische Interpretation des Islams erfüllt ja geradezu alle Zuschreibungen der Mehrheitsgesellschaft über die Muslime. Also klingt sie mehr oder weniger authentischer als die Tatsache, wenn im Prinzip hier ein Professor Khoshide sich hinstellen würde und ihnen erzählen würde von der Nächstenliebe im Islam und so weiter und so fort. Das würden wir gar nicht abnehmen. Warum? Weil wir tatsächlich letztendlich hier aufgeladen sind mit Konzepten bzw. Vorstellungen, die wiederum größtenteils nicht auf eigener Erfahrung basieren, sondern Übertragung der Konflikte aus der islamischen Welt. Das heißt, wenn wir uns mit dem Islam in Deutschland auseinandersetzen, setzen wir uns selten mit den Muslimen in Deutschland auseinander, vielmehr setzen wir uns auseinander mit den Konflikten der Muslime. Und in spannender Weise, wir machen aus den Muslimen wieder auch um eine Gruppe, die Konflikte von Indonesien bis Marokko. Dafür muss auf einmal ein türkischer Moslem oder vielleicht ein bosniakischer Moslem gerade stehen. Womit er eigentlich nichts zu tun hat. Ich weiß, worüber ich rede. Ich bin hier in Deutschland zur Schule gegangen. Als Saddam Hussein den Kuwait überfallen hat, kam mein Lehrer in die Klasse und sagte mir, Marwan, was habt ihr gemacht? Und ich habe wirklich überlegt, was hab ich gemacht? Das quasi, ich bezog das auf mich, um dann später das Ganze aufzulösen, ihr habt Kuwait überfallen. Ich habe mit dem Irak nichts zu tun. Merken Sie, das ist aber etwas, was natürlich jetzt sehr abstrakt klingt, das ist aber Lebensrealität, aus der Konflikte regeneriert werden. Womit ich nicht sagen will, dass das Problem nicht da ist. Das ist sehr massiv da und das drückt sich darin aus, dass im Laufe der letzten 10 Jahre oder zumindest der letzten 16 Jahre, also seit dem 11. September, weltweit etwa 160.000 Terroranschläge islamistisch motiviert aufgetreten sind.
Opfer dieser 60.000 Anschläge waren 160.000 Menschen. Halten Sie sich fest, in etwa 89% waren Muslime in muslimischen Ländern. Das ist der Konflikt. Ich höre hier auf, ich könnte Ihnen noch vieles erzählen, aber ich glaube, das ist fair für die anderen. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Boutam, vielen, vielen Dank für diesen historischen, aber auch sehr differenzierten und sehr spannend erzählte Analyse zu einem sehr schwierigen Thema. Aber wir werden ja hinterher auch darüber diskutieren. Und Sie haben ja auch in Ihrer Analyse ein bisschen auch den Bezug hergestellt zum nächsten Thema, über den Thoralf Staudt reden wird. Thoralf Staudt ist Journalist, freier Journalist und früher hat er auch als Redakteur bei der Zeit in Hamburg und in Berlin gearbeitet. Heute arbeitet er für die Süddeutsche Zeitung, für den Freitag, Deutschlandfunk, SWR etc. etc. Vielfach auch bekannt als jemand, der die rechte Szene, die Neonazi-Szene aus journalistischer Sicht begleitet hat und auch also zumindest einige Bücher dazu geschrieben hat. Sein letztes Buch hat den Titel Neue Nazis, jenseits der NPD, Populisten, Autonome, Nationalisten und der Terror von Rechts. Er hat für seine Recherche über die staatliche Reaktion auf Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte 2016 Reporterpreis in der Kategorie Datenjournalismus erhalten. Thoralf Staudt, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. In der Tat, ich wechsle das Thema jetzt auf den ersten Blick ganz rasant. Auf den zweiten Blick hat es aber, wie mein Vorredner schon angedeutet hat, was miteinander zu tun. Ich habe Ihnen ein paar Thesen mitgebracht, über die ich sehr gerne mit den anderen Referenten, aber auch mit Ihnen noch diskutieren würde. Als erstes lese ich Ihnen mal eine Meldung vor, eine AFP-Meldung. Nordhausen. Ein 20-Jähriger aus Thüringen, der in einem versteckten Labor Sprengstoff hergestellt haben soll, ist bei einer Explosion lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Samstag in eine Kasseler Klinik notoperiert, wie die Polizei in Nordhausen am Montag mitteilte. In dem geheimen Labor auf dem Grundstück seiner Eltern im Eichsfeld wurden Chemikalien gefunden, die laut Polizei zur Sprengstoffherstellung geeignet sind. Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamts durchsuchten am Montag die Wohnung des 20-Jährigen in Heiligenstadt. 11 Bewohner des Plattenbaus mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung ein sogenanntes Selbstlaborat, das außerhalb von Heiligenstadt kontrolliert gesprengt wurde. Anschließend begannen die Spezialkräfte mit den Untersuchungen auf dem elterlichen Grundstück. Der Tatverdächtige war am Samstag mit schweren Verletzungen an beiden Händen mit einem Rettungshubschrauber in einer Kasseler Klinik eingeliefert worden. Dort stellten die Ärzte fest, dass es sich um Sprengverletzungen handelte. Auch weitere Körperteile waren betroffen. Laut der Thüringer Allgemeinen Zeitung soll der 20-Jährige eher unauffällig gewesen sein. Auch seien keine Verbindungen zu organisierten Rechten bekannt. Allerdings habe der 20-Jährige auf seinem Facebook-Profil Beiträge der NPD, der rechten Kampfsportvereinigung Deutsch-Russische Bruderschaft, sowie der rechten AfD mit Gefällt mir markiert. Ehemalige Mitschüler können sich an die Aussage von ihm erinnern, man solle eine Synagoge abfackeln. Die Meldung, ich weiß nicht, hat sie irgendjemand von Ihnen irgendwann schon mal gehört? Von wann ist die? Was schätzen Sie, haben Sie gehört? Vier Tage. Das ist eine Meldung von diesem Montag, hat es in keine überregionale Zeitung geschafft, das war Regionalpresse. Stellen Sie sich vor, dieser Sprengstoffbastler wäre ein, ich hätte fast Islamist gesagt, wäre ein Thüringer muslimischen Glaubens gewesen. Ich glaube, das wäre mindestens in die überregionalen Zeitungen, wahrscheinlich sogar in die Tagesschau gekommen. Bis hier ist... Also wenn es an was erinnert, dann ist es an die Vorgeschichte des NSU, denn so ging es in den 90er Jahren mit dem NSU in Thüringen, in Jena, genauso los. Sie haben Bomben gebastelt, Bombenattrappen aufgehängt.
Aber die Meldung, ich habe sie im, wie gesagt, das ist eine AFP-Meldung gewesen. Sie ist über die Agenturen gelaufen, abgedruckt worden ist sie im Neuen Deutschland. Immerhin eine überregionale Zeitung, aber eine Zeitung mit 25.000 oder mit 35.000 Auflage. Also die breite Öffentlichkeit hat es nicht erreicht. Und das würde ich als Beleg... Wie bitte? Ah, okay. Meine These... auch wenn es im Tagesspiegel war, die Aufmerksamkeit für rechtsextremen Terror oder für die Szene, aus der rechtsextremer Terror wachsen kann, ist in den letzten Jahren rapide gesunken in Deutschland. Sie hatte einen Höhepunkt mit dem NSU, natürlich, mit diesem Erschrecken über den NSU. Seitdem, oder es gab da noch ein, zwei Jahre Aufmerksamkeit über das Aufklärungsbemühen der Untersuchungsausschüsse etc. pp., seitdem aber, so meine These, ist die Aufmerksamkeit für rechten Terrorismus extrem zurückgegangen. Zweitens, zweite These, das hat mit nicht mit meinem Vorredner zu tun, sondern mit dem, was mein Vorredner vorgetragen hat, natürlich mit dem islamistischen Terrorismus, mit der wahrgenommenen Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Vermutlich sind sogar islamistische Terroristen, die im Moment größere Bedrohung für das, was man innere Sicherheit nennt. Auf dem Weihnachtsmarkt hier in Berlin hat man es im letzten Dezember gesehen, aber es gab ja andere Anschläge oder Anschlagsversuche in Bonn, wo nur durch Glück die Bombe nicht detoniert ist. Es gab den Anschlagversuch auf das Konzert letztes Jahr in Bayern. Also ich glaube, die Einschätzung ist richtig, dass der islamistische Terror eine große Bedrohung ist. Mich wundert aber, dass die ebenfalls hohe Bedrohung durch rechtsextreme Terroristen so weit unten in der öffentlichen Wahrnehmung rangiert und nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch in der politischen Reaktion darauf. Was wir an Gesetzesverschärfungen, an Gesetzesänderungen, an öffentlichen Debatten über die Szene der islamistischen Terroristen sehen, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir an Debatten über die rechtsextremen Terroristen sehen. Das hat eine ganze Menge mit öffentlicher Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Die Nachrichtensendungen, selbst im Deutschlandfunk, sind immer nur ein paar Minuten lang. Da gibt es eine bestimmte limitierte Anzahl von Zeilen oder von Minuten, von Themen, die untergebracht werden können. Und wenn die Aufmerksamkeit gefüllt ist, dann kann eben so ein Bombenbastler in Thüringen sich die Hände abreißen. Aber es dringt richtig nicht durch. Und auch die anderen Fälle von rechtsextremen Terrorgruppen der letzten Jahre haben vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erregt. Die Gruppe Freital noch am ehesten, wo in Sachsen von der GSG 9 und vom Generalbundesanwalt ermittelt im letzten Jahr Leute festgenommen wurden, eine Terrorgruppe ausgehoben wurde, die tatsächlich Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte begangen hatte. Es gab, ich mache es kurz, ich zähle nur den Namen auf, die Old School Society, eine Truppe, die in mehreren Bundesländern sich rekrutierte, über Facebook sich vernetzte und im letzten Jahr in Borna in Sachsen festgenommen wurde, offenbar kurz bevor sie einen Anschlag verüben wollte. Es gab in Bamberg eine Gruppe mit Verbindung zur rechtsextremistischen Partei Die Rechte, die sich bereits kiloweise Sprengmittel in Österreich und Polen besorgt hatte und offenbar einen Anschlag auf die dortige Flüchtlingsunterkunft verüben wollte. Es gab hier in der Nähe von Berlin in Nauen eine Gruppe um einen NPD-Politiker, die eine Turnhalle mit Gasflaschen in die Luft gesprengt haben. Also es gab eine ganze Reihe von Fällen, die man tatsächlich, ich will die Definition nicht vertiefen, aber die man tatsächlich, finde ich, Terror und Terrorismus nennen muss, die aber unter Kriminalität, unter politisch motivierter Kriminalität in die Statistik eingegangen sind und die Öffentlichkeit kaum bewegt haben. Womit hat das zu tun? Dritte These. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wer die Opfer oder die potenziellen Opfer dieser Art von Terrorismus sind. Bei Terrorismus und Terror von rechts gibt es klar definierte Teile der Gesellschaft, die bedroht werden. Natürlich Migranten, Menschen, die als Migranten wahrgenommen werden, Leute, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, Leute, die in wahrgenommen linken Zusammenhängen aktiv sind, sogenannte Gutmenschen. Es sind die typischen
Feindbilder von Rechtsextremen, in Anführungsstrichen, das, was die für Volksfeinde, für Volksschädlinge halten, das sind die potenziellen Opfer von Rechtsextremisten, Punks, Schwule etc. pp. Aber all dies sind Minderheiten, all dies sind Teile der Gesellschaft. Beim islamistischen Terror ist die Gesamtgesellschaft bedroht. Die sozusagen das Ziel ist beim rechtsextremistischen, beim islamistischen Terror die Gesamtgesellschaft einzuschüchtern. Und auch wenn die Gefahr numerisch, statistisch durch den Bleistift zu sterben höher sein mag als durch einen Terroranschlag, die wahrgenommene Bedrohung ist natürlich bei der Breite der Bevölkerung eine viel höhere von islamistischem Terror als von der Gruppe Freital, die ihre Sprengsätze am örtlichen Asylbewerberheim angebracht hat. Also auch das ist im gewissen Sinne normale menschliche Psychologie. Wie nah ist mir die Bedrohung? Fühle ich mich als Opfer bedroht? Aber ich denke, das muss man konstatieren, das muss man sich klar machen. Es hat nichts mit zahlenmäßiger Bedrohung oder mit der Zahl der Opfer zu tun, denn bei den Todesopfern tatsächlich da liegt, es mag jetzt zynisch klingen, aber da liegt der islamistische Terror seit dem Breitscheidplatz weit vorn mit 12 Todesopfern gegenüber einem Todesopfer von rechtsextremen Extremisten im letzten Jahr. Das war der Polizist, der in Bayern von einem Reichsbürger erschossen wurde bei einer Razzia. Also da, verzeihen Sie mir das saloppe, steht es 12-1 für die Islamisten. Wenn man sich aber die Zahl der Verletzten anguckt, die Statistik für politisch motivierte Kriminalität rechts ist am Montag von Innenminister de Maizière vorgelegt worden. Die Angriffe auf Flüchtlingsheime haben im letzten Jahr ungefähr 560 Verletzte gefordert. Das ist viel mehr, deutlich mehr, als islamistische Terroristen verletzt haben. Man kann Bedrohungen nicht nur in Zahlen oder in Opferzahlen fassen, aber allein die öffentliche Aufmerksamkeit und der Fokus sollte sich schon ein bisschen an der tatsächlichen realen Opferzahl doch bemessen. Und da sehe ich ein krasses Ungleichgewicht. Wie gesagt, ich kann es mir nur durch die unterschiedliche Art des Bedrohungsgefühls, des Gemeintseins, durch die unterschiedlichen Terrorismen erklären. Wir erinnern uns, genauso war es beim NSU-Terrorismus in den späten 90er, frühen 2000er Jahren, die neuen migrantischen Opfer, das haben wir als Mehrheitsgesellschaft nicht mitbekommen, aber in der migrantischen Community gab es ein Bewusstsein dafür, das müssen Nazis sein. Da gehen Rassisten durchs Land und schießen unsere Leute um und keinen interessiert. Ich habe jetzt vor einigen Jahren mit Leuten gesprochen, migrantischen Leuten meines Alters. Sie sagten, sie erinnern sich, als sie Jugendliche waren, junge Erwachsene waren, in ihren Familien wurde darüber gesprochen, wer wird der Nächste sein, wo ist der nächste Gemüsehändler, der erschossen wird. Also bei den Opfergruppen in der migrantischen Community gab es ein Bedrohungsgefühl durch den NSU, was die Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht gespürt hat, überhaupt nicht wahrgenommen hat und auch wir Journalisten nicht wahrgenommen haben, die Politik nicht wahrgenommen hat. Also ich glaube tatsächlich, diese unterschiedliche Wahrnehmung hat damit zu tun, wer sind die potenziellen Opfer. Die vierte These, die Sicherheitsbehörden sind heute aufmerksamer, was rechtsextremen Terror, was rechtsextreme Gewalt angeht. Das hat mit dem NSU und mit dem ehrlichen Erschrecken über den NSU zu tun. Die Sicherheitsbehörden waren wirklich erschüttert. Sie waren ehrlich erschüttert, dass sie keine Ahnung vom NSU hatten. Sie haben sich dann sehr schnell wieder in die Routinen zurückgezogen. Aber die Erschütterung war groß und zu einem Teil hat es in den Behörden, in den Sicherheitsapparaten auch ein gewisses Umdenken gegeben. Ein Wort wie Rassismus, was man vor dem Jahr 2011 eigentlich nicht in den Mund nehmen durfte, wenn man nicht unter Linksextremismusverdacht geraten wollte oder gar institutionellen Rassismus. All sowas ist heute zumindest als Begriff, als Diskurs ansatzweise auch in Sicherheitsbehörden, auch in den Kreisen möglich. Die polizeiliche Kriminalstatistik wird heute sorgfältiger geführt als vor dem NSU. Ich habe mit Kollegen Frank Jansen und anderen vom Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau und Zeit haben wir
diese Liste gemacht, Todesopfer rechtsmotivierter Gewalt, wo wir nachgewiesen haben, seit der Wiedervereinigung sind es 156, ungefähr 160 geworden. Die offiziellen Zahlen lagen weit, weit darunter, weit unter 100. Also die Zählweise, die bis zum NSU wirklich lückenhaft war, das hat sich in den Sicherheitsbehörden geändert. Es gibt eine erhöhte Aufmerksamkeit, was auch bei den Festnahmen der Old School Society oder anderer rechtsextremer Gruppen sich zeigte. Aber genug ist es sicherlich noch nicht. Ich würde aber schon sagen, es gibt anders als früher heute kein oder weniger ein systemisches Versagen beim Thema Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewalt, als vielmehr ein individuelles Versagen von einzelnen Beamten, einzelnen Polizeibeamten, einzelnen Justizbeamten, Staatsanwälten oder so. Es hängt sehr stark davon ab, ob jemand vor Ort engagiert ist. Vor 2011, vor dem NSU, war es unwahrscheinlicher, jemanden zu finden, der engagiert ist. Heute weiß jeder, es ist politisch gewünscht, dass ich nach rechts gucke. Das ist ein großer Unterschied gegenüber den 1990er oder 2000er Jahren. Also insofern gibt es einen deutlichen Fortschritt bei den Sicherheitsbehörden. Es müsste aber noch ein bisschen mehr passieren. Drei Thesen noch, ich mache es ein bisschen kürzer. Die fünfte These: dass die Sicherheitsbehörden geringe Aufklärungsquoten haben, dass sie so wenige rechtsextreme Gewalttäter und Terroristen finden, hat damit zu tun, dass die Arbeit auch schwieriger geworden ist. Es gibt einen neuen Typus von rechtsextremen Terroristen. Wir erinnern uns, den NSU haben wir alle auf dem Schirm. Das war eine Zelle, die sich in der Neonazi-Szene Thüringens in den 90er Jahren radikalisiert hat, der in der Kameradschaft Jena im Thüringer Heimatschutz über Jahre aktiv war, auf dem Radar der Sicherheitsbehörden war, der Verfassungsschutz, des LKA. Die kannten die Leute, sie haben sie dann trotzdem nicht festgenommen, sie sind trotzdem abgetaucht. Der Unterschied zu einem Großteil der Täter von heute, die Leute, die heute eine Flüchtlingsunterkunft anzünden oder einen Sprengsatz ans Fenster dort kleben, das sind in einem viel geringeren Maße Leute aus der definierten rechtsextremen Szene. Das BKA hat mal nachgezählt, ein Bericht aus dem vorletzten Jahr auf dem Höhepunkt dieser Angriffswelle, diese Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte, das waren zu 30% nur, die ermittelten Tatverdächtigen, nur zu 30% hatten die Verbindungen in die rechtsextreme Szene. 70% der Leute hatten vorher nicht erkennbar was mit rechtsextremen Gruppen zu tun. Und ein anderer Befund, 90% der ermittelten Täter kamen aus dem direkten Umfeld, aus der direkten Ortschaft, wo diese Flüchtlingsunterkunft angezündet wurde, oder bis zu 20 Kilometer Umfeld. Also es sind wirklich Leute aus dem Nahbereich gewesen und nicht, wie dann die Ortsbürgermeister sagen, das sind Zugereiste gewesen, wir kennen die gar nicht, das sind keine Jungs von hier. Doch, es waren Jungs von dort, aber es waren sehr stark und anders als in der ersten Gewaltwelle in den 1990er Jahren oder auch beim NSU, Leute, die nicht in rechtsextremen Kameradschaften aktiv waren, tatsächlich sogenannte besorgte Bürger, die sich vor Ort in einem massiv rassistischen, flüchtlingsfeindlichen Diskurs in der Öffentlichkeit politisiert haben und dann in einer Turboradikalisierung innerhalb weniger Wochen und Monate den Entschluss gefasst haben, einen Terroranschlag, einen Gewaltanschlag zu begehen. Diese, ich nenne die mal Nachbarschaftsterroristen, die wirklich aus der direkten Nachbarschaft kamen und zu einem Großteil kommen, das sind Leute, die, sechste These, von dieser lokalen Stimmung motiviert und getragen sind. Das sind nicht Leute, die jetzt ein NPD-Parteiprogramm lesen oder an die Protokolle der Weisen von Zion oder irgendeine jüdische Weltverschwörung glauben oder irgendwelche rechtsextremen Theorien im Kopf haben und irgendwelche Schulungen durchlaufen haben, sondern das sind zu einem Großteil besorgte Bürger, die glauben, sie exekutieren die Meinung der stillen Mehrheit. Die glauben, dass das, was sie tun, das ist, was eigentlich alle gern tun würden, sich nur nicht trauen. Sie gehen da zu lokalen Bürgerinitiativen, sind in der lokalen Bürgerwehr aktiv, sehen dann die normalen Bürger, die irgendwie genauso reden, die auf Facebook ihre Hasskommentare machen und so weiter. Und sie glauben, wir setzen das um, was die anderen wollen. Also sie fühlen sich von einer lokalen Stimmung getragen. Das macht es für die Sicherheitsbehörden so schwer, sie zu ermitteln, weil sie eben
Sie können nicht wie früher die Usual Suspects abklappern. Sie gucken mal, okay, ich gucke mir die dörflichen Nazis an. Einer von denen wird schon gewesen sein. Nee, so ist es heute nicht mehr, sondern es sind Leute, die vorher kaum in Erscheinung getreten sind. Und dass sie von dieser öffentlichen Stimmung getragen sind, führt zur siebten und letzten These. Deswegen ist es so wichtig, dass gegen rechtsextremistischen Terror und rechtsextremistische Gewalttaten nicht nur die Sicherheitsbehörden vorgehen, sondern auch die breite Öffentlichkeit sich positioniert. Wir hatten im Sommer 2015 diese Refugee-Welcomes-Welle, die ja fast Eventcharakter hatte, dass Leute ihre Sachspenden in die örtliche Kleiderkammer getragen haben, etc. pp. Aber was es nicht gab, und seit der Silvesternacht von Köln traut sich ja kaum noch jemand, das tatsächlich auf der Straße zu sagen, eine Unterstützung oder eine klare Stigmatisierung, Tabuisierung, eine Ablehnung, eine öffentliche Ablehnung von rechtsextremer Gewalt. Übrigens ein großer Unterschied zur Anschlagswelle in den 90er, frühen 90er Jahren. Da gab es die Lichterketten rings um die Alster in München, Hunderttausende. Also es gab ein klares, öffentliches, anhaltendes Statement auch der breiten Bevölkerung, jetzt nicht nur von einigen Gutmenschen, sondern tatsächlich von Hunderttausenden, die auf die Straße gegangen sind. Da war klar, oder da musste rechtsextremen Tätern klar sein, wir sind nicht die Mehrheit. Heute hingegen, wo AfD-Politiker in Talkshows sitzen und ganz normal als Teile des politischen Diskurses behandelt werden, wo auf Facebook Sachen geredet werden können, die vor 10 Jahren undenkbar gewesen wären. Also die gesamte Verrohung, die gesamte Normalisierung von rassistischen Stereotypen, alles dies hat die Öffentlichkeit geprägt oder das öffentliche Klima geprägt, führt dazu, dass sich diese neuen Nachbarschaftsterroristen als Vertreter der Mehrheit fühlen. Und da, wie gesagt, müsste aus der breiten Öffentlichkeit mehr passieren, um diesen Nachbarschaftsterroristen zu zeigen, nein, ihr seid nicht die Mehrheit. Das kann man natürlich nicht dekretieren, da kann man nicht sagen, so, jetzt geht mal alle auf die Straße und macht eine Lichterkette. Ich will das auch gar nicht anregen, ist meine Rolle als Journalist auch gar nicht, aber ich beobachte tatsächlich, dass diese unterschiedliche öffentliche Reaktion in der rechtsextremen Szene und bei den rechtsextremen Gewalttätern zu einer anderen Selbstwahrnehmung führt und zu einer anderen Tatbereitschaft führt, als es bei einer anderen öffentlichen Stimmung der Fall wäre. Soweit von mir. Ich bin ungefähr in den 15 Minuten geblieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich dann auf die Fragen und die Debatte. Vielen Dank, Toralf, für die systematische Einsicht und Einführung in das Thema. Wir werden das auch nachher vertiefen. Wir setzen jetzt fort mit einer dritten Perspektive. Was macht es mit uns? Welchen europäischen Zusammenhang gibt es, auch nochmal über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken? Und auch, kann man eigentlich Sicherheit schaffen und Sicherheit auch fühlen? Das ist das Thema, wozu Jan Sompierre was sagen wird. Jan Sompierre ist Geschäftsführer von Modern Security Consulting Group, eine Consulting und ein Think Tank hier in Berlin. Er hat in Montreal, in Paris und in Genf studiert und hat auch Dozententätigkeiten an der Berliner Sicherheitsakademie zu den Themen Terrorismusbekämpfung, internationale Sicherheit und politische Gewalt und schreibt regelmäßig für BBC World, Radio France International, Voice of America etc. Vielen Dank, dass du heute da bist. So, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, die tolle Forschung, auch Frau Bremer und Herr Mesgena und auch meine Vorredner, die jetzt die Standard erhört haben. Also deswegen mit meinem Akzent klingt etwas jetzt ganz anders und komisches. Ja, wie Sie das jetzt hören und mein Name auch andeutet, ich bin kein Deutscher, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, deswegen bitte ich erst um Geduld und Verständnis, wenn etwas unklar wird, nicht ist, sondern
da. Und dazu, ich wiederhole gerne, weil es typisch ist. Das passiert einfach so. Andere Bemerkung, auch wenn es GmbH steht, hinter Mosecon, wir sind kein, also ich bin nicht Eric Prince und Mosecon ist nicht Blackwater. Also wir sind kein Personenschutz, wir verkaufen kein PCs oder beauftragen kein PCs, wir machen strategische Beratungen und zwar weltweit. Und deshalb wurde ich gefragt, ob ich ein bisschen über die, wie man Angst und Terrorismus verwaltet und nicht nur in Deutschland, sondern in europäische oder westliche Perspektive und auch dazu unsere Erfahrungen in Afrika ein bisschen dazu zu bringen, also in Mali, in Nigeria, wo wir auch sehr aktiv sind und auch in Kenia. Es wurde schon viel gesprochen über die Wahrnehmung von Angst und von Terror und für mich, es geht ein bisschen weiter. Mit Wahrnehmung hat schon man ein paar Informationen, ein paar Infos. Aber es gibt auch die nächste Stufe, die Stufe Fantasie. Und die Stufe Fantasie erlebe ich sehr oft in der Bereich von Kollegen. Wir machen viele Veranstaltungen und viele Leute dann kommen da zu uns und sagen, ja, Jan, ich würde sehr gerne mit dir nach Gao, nach Maiduguri. Ja, ich will wirklich Praxisarbeit, also alles sehen und dabei sein, ist mir wichtig. Sehr gerne. Also wir können irgendwann das diskutieren. Unser Büro ist übrigens am Cottbusser Tor. Wir können uns am Cotti treffen und einen Kaffee trinken. Ah ja. Der sogenannte gefährlichste Ort Deutschlands. Die alle Ausrede, ich bin im Frack, ist ein bisschen weit und so weiter. Die gleichen Leute, die sich so freuen, ein Kugelschutzvest anzuziehen, einen Konvoi in der Mitte der Wüste möglicherweise auf eine Mine zu fahren, trauen sich nicht, nach Cottbusser Tor zu gehen. Und deshalb spreche ich jetzt schon über diese Diskrepanz, wie man Angst schon verwaltet, annimmt und sich vorstellt. Und das ist sehr wichtig, weil Terrorismusbekämpfung ist nicht unbedingt, ja, klassisch, natürlich denkt man schon an Polizei, an Armee und so weiter, an Waffen. Aber was es tatsächlich ist, vor allem von der politischen Perspektive, ist die Verwaltung von Fantasie. Wie kann man ein bisschen die Leute beruhigen, es ein bisschen besser bedrohen und die Realität annehmen. Das ist sehr schwer. Natürlich ist die Realität in Berlin ganz anders als in Wiesbaden oder im Bad irgendwo. Und dadurch, natürlich hat man andere Sorgen und andere Ängste. Aber deswegen ist es so wichtig, ein Fingerspitzengefühl zu haben und nicht nur mit, okay, es ist so und so, mit festen Meinungen zu gehen, sondern sehr offen und sehr, sehr, sehr flexibel, was fehlt. Wenn ich für mich, ich kümmere mich um Terrorismus über 20 Jahre leider, oder vielleicht gut, je nachdem, aber ich finde es immer interessant, wirklich zu vergleichen, wie Leute reagieren. Und in Deutschland für mich sind in 2016 zwei Arten von Reaktionen, die für mich schon viel sprechen über diese Kluft zwischen vielleicht Berlin und der Rest von Deutschland oder sogar Großstädte, ein bisschen Land. Als die Anschläge in Ansbach und Würzburg passiert sind, war ich in Ludwigsburg. Und da war, und auch dann ein bisschen später in München, war ich immer noch in Ludwigsburg und da war die Reaktion ganz, ganz anders. Es gab schon, was können wir machen? Ah, Jan, kannst du, wie soll ich reagieren? Wie kann ich mich schon schützen? Soll ich überhaupt nach Berlin gehen? Es könnte gefährlich sein. Ist Berlin noch gefährlicher als woanders? Also die Reaktion war ganz anders. Der Anschlag am Breitscheidplatz, was mich beeindruckt hat, vielleicht sehe ich sich eine Berlinerin, das ist was anderes, aber ich fand es sehr schön. Man ging am Dienstag, also an den Tag danach, Zoopalast war offen, alle Geschäfte, Weihnachtseinkaufen. Also die Reaktion war halbwegs, also mehr als halbwegs. Allgemein, also Touristen mit Fotos, die Touristen, die eigentlich Angst haben müssen, das ist ein Terroranschlag, die Reisewarnung Berlin. Alle da mit Selfies und Fotos machen. Also diese Angst war nicht da. Es war einfach nur, passiert. Leider, man fühlt sich betroffen, aber die Angstreaktion war ganz, ganz anders. Ich denke, heute zum Beispiel, im Vergleich vor 3 Wochen in London, ich weiß nicht, ob Sie schon erfahren haben, heute Nachmittag wurde in London wieder auf der Westminster-Brücke jemand festgenommen mit 2 Messern, hat er angedeutet, Leute zu töten. Vor 3 Wochen große Empörung, Anschlag, wieder, was soll Großbritannien machen und so weiter. Heute war es gut gemacht, die Polizei hat ihre Arbeit gut gemacht, keine große Panik, trotz dass es ein Anschlagversuch war.
Also die Reaktion war ganz anders. Nicht, dass man unbedingt sich angewöhnt, aber nach 12 Jahren großes Risiko in Großbritannien, seit die Anschläge von der sogenannten 7/7, also im Juli 2005, man lernt, und dazu man muss auch nicht vergessen, dass in Großbritannien, es gibt eine lange Geschichte mit Terrorismus, vor allem in Bezug zum Nordirland und die IRA. Also man weiß schon, okay, ein bisschen, wie sie umgehen können, und das Vertrauen an den Sicherheitsapparat ist ganz anders. Also man weiß schon, okay, die Polizisten dürfen nicht bewaffnet sein, nur teilweise, aber andererseits, wir fokussieren sehr viel auf Prävention beziehungsweise durch technologische Maßnahmen. Also es ist ein bisschen diese vaterliche Stadt, der einfach alles tut und einsperrt, damit es nichts passiert, im Gegensatz zu einer reaktiven Reaktion, was man in Frankreich auch gut gesehen hat. In Frankreich, nach dem Anschlag vor einem Bataclan und im Stade de France, war Ausnahmezustand, Notfallzustand, und seitdem herrscht, also mit tausenden Soldaten und Polizisten auf die Straße, die komplett erschöpft sind. Die können nicht mehr reagieren, die Polizisten sind auch durch, und gleichzeitig dieser Paradox, mit mehr Polizisten, mehr Soldaten kommt auch mehrere Ziele. Das hat man auch in der letzten Zeit gesehen, dass Polizisten, also sogar letzte Woche, Polizisten, Soldaten sind jetzt seit einem Jahr das Hauptziel von terroristischen Anschlägen in Frankreich. Es sind einfache Ziele jetzt. Es ist einfach eine reaktive Maßnahme. Und wenn man auf eine politische Ebene das jetzt vergleichen möchte, die Reaktion von Theresa May vor 3 Wochen war ganz anders als von François Hollande oder Bernard Cazeneuve in den letzten 6 Monaten. Etwas nicht so martialisch, nicht wir zeigen ihnen, sondern eine Gelassenheit, eine Ruhe, die sagt, ich habe es im Griff. Warum sage ich ihm, ich habe es im Griff? Genau aus dem Druck, man weiß genau, in Deutschland, wir schaffen das. Das ist ein unbeliebter Ausdruck von Frau Merkel. Aber was ich sehr interessant finde, das zeigt auch die andere Reaktion der Politik auf der Bundesebene in Deutschland, ist, wenn es ein Terroranschlag passiert, niemand spricht sofort von terroristischem Anschlag, auch wenn es Leuten nicht gefällt. Und dazu ist Frau Merkel nicht innerhalb 2 Stunden bereit, ein großes martialisches Statement zu machen. Das ist ganz anders. Der Erste, der darüber spricht, ist Herr Seibert. Und dann dazu kommt der Innenministerium. Was sie einfach sagt, ist, es gibt eine Kette, es gibt Leute, dessen Job ist es, sich um Terroranschläge zu machen. Wenn ich dazu was sage, wenn ich auf eine politische Ebene eine große Rede machen will und politische Punkte machen will, dann stifte ich noch mehr Angst. Stifte ich eine unkontrollierbare Reaktion, da ich mit emotionaler Rede führen kann. Und das ist eine Lektion, die ganz anders. In Spanien hat man, und das war vielleicht der Vergleich mit Paris, also was am letzten Donnerstag passiert ist, war im 2004, 3 Tage vor der Wahlkampf, ist der Madrid-Anschlag passiert mit über 200 Toten. Die Reaktion war, ETA, unsere Geschichte, so wirklich sofort einen Feind zu finden. Was ist passiert? Die Regierung hat verloren und die Opposition hat gewonnen, trotz dass sie Tage vorher mehrere Punkte hinterlagen in der Umfrage. Die Verwaltung von Terrorismus, die emotionale Verwaltung von Terrorismus, kann gleichzeitig einen kurzfristigen Sieg bringen, aber auch gleichzeitig kann eine Scheitern, also man kann verlieren, es kann sehr schnell gescheitert sein. Und langfristig scheitert es immer. Und das merkt man auch in verschiedenen Wahlkämpfen in Europa, die Spaltung. Auch in Russland jetzt, also nach den Anschlägen in St. Petersburg, ist die Reaktion ganz anders. Wir wissen auch, was in Breslau vor etwa 10 Jahren passiert ist. Da war auch die Reaktion ganz anders. Also unbedingt Macht zu zeigen, statt ein bisschen Ruhe und anmessen, was bei den Anschlägen in St. Petersburg passiert ist, wo auch Putin nachher nicht sofort gesagt hat, das ist Terrorismus, sondern wir werden alle Spuren überprüfen. Einfach bitte Ruhe und alles checken. Diese europäische Erfahrung, komischerweise, kommt auch natürlich auch durch diese Geschichte mit Terrorismus allgemein. Aber wenn ich denke an Kanada, mein Heimatland, da sehe ich auch etwas anderes. Auch wenn wir eine Selfie mit Panda-Ministerpräsident haben, der ganz anders ist. Für 10 Jahre, also vor seiner Wahl, war Stephen Harper, hatte sich an der Amerikaner
gesteuert, beziehungsweise er hat ihren Politik genommen. Das bedeutet, wenn es etwas im Kanada gab, war das ein viel härterer Diskurs. Was sollen wir machen und so weiter. Und noch, okay, jetzt mehrere Sicherheitsmaßnahmen, mehr Polizei, mehr Soldaten, mehr Überwachung und so weiter. Seit Trudeau da ist, dann haben wir den Anschlag auf das Parlament. Das war kurz am Ende der Wahlkampf. Aber dann, vor allem im Januar, gab es diesen großen Anschlag im Quebec statt, der Anschlag auf der Moschee. Jemand, der sich offiziell nicht zur rechtsextremistischen Szene gehörte, aber dort eine war, der sechs Menschen umgebracht hat, mehrere verletzt. Und seine Reaktion war, nee, wir kommen zusammen, wir müssen einfach nur ruhig bleiben, keine großen Maßnahmen, trotz dass alle Lust hätten auf, ja, wir sind jetzt endlich hier getroffen von islamistischer Terror und nee, ist einer von uns. Das Schlimmste, der passiert ist im Quebec, ist wahr, dass der Täter heißt Alex Bissonnette. Das war ein sogenannter reine Wolle Québécois, der einfach jetzt der Tat verübt und dann die ganzen Klischees zerstört, die Vermutung. Mein eigener Stiefbruder, der in einem kleinen Kaff nördlich von Montreal wohnt, der kaum Muslime gesehen hat, sogar kein Muslime in seinem Dorf hat, will sich jetzt bewaffnen gegen mögliche Muslime. Also das passiert ist, vielleicht solltest du mehr aufpassen auf deinen Nachbarn. Der könnte gefährlicher sein, als was du erlebt hast. Ah ja, aber der Q, also die Steuerung, das Gefühl kommt von einer, also ich würde nicht sagen ein Leid, also, aber von Figuren, die einfach sagen, es muss ruhig bleiben, eine positive Wahrnehmung. Wir sind, wie ich erwähnt habe, sehr aktiv in Nigeria, in Mali, in Kenia, also auch im Elfenbeinküste. Und da ist die Reaktion faszinierend. Wenn es einen Terroranschlag gibt, ist es fast Schulterzucken. Warum? Weil das ist fast das geringste Gefahr, das sie alltäglich erleben. Wenn man denkt an die ganzen Entführungen, die in Nigeria jeden Tag passieren, da ist ein Terroranschlag, auch wenn es von Boko Haram im Nordosten ist, gar nicht. Die Leute haben mehr Angst um ihre Jobs, um das Geld zu haben, um sogar von Lorries, also von LKWs, von Tankers, die ständig so schlecht gepflegt sind, dass sie voll mit Benzin explodieren. Das ist übrigens diese Woche Montag passiert, 33.000 Liter Benzin sind im Lagos explodiert. Die alltägliche Gefahr ist ganz anders. Also deswegen, man als Westlicher, man geht gern hin und sagt, ah, ihr habt ein Problem mit Boko Haram und so weiter. Yeah. Das stimmt, wir wollen doch was machen, aber wir haben das und das und das. Ah, okay. Denn wenn man mit Sicherheitsbehörde spricht in Nigeria, bekommt, verkaufen Sie Panzer. Nö, das ist nicht unser Ding. Ja, Panzer sind gut. Warum brauchen sie Panzer? Die kämpfen in der Wüste, also die sind auf Moped. Ja, aber Panzer sind gut. Ja, also sie brauchen ein Kommando, einen Einsatz, der mit Mopeds umgehen kann, so flexibel, schnell. Ja, man könnte sehen, es ging um Glanz, dass viele von der Sicherheitsbehörde die Möglichkeit nehmen, jetzt Spielzeuge zu kaufen. Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen mit Waffen spreche und sage, das ist Spielzeuge, aber das ist diese, es glänzt, es ist super. Dann gehe ich in Kamerun, das ist etwas anderes. Die Reaktion ist im Norden, ja, es gehört einfach dazu. Übrigens, die ganzen Terroristen sind Nigerianer. Viele davon sind Kameruner, aber sie haben diesen Reflex jetzt zu verschieben, dass es nie ihre Schuld ist. Und die Sicherheit, die Militär, die machen keinen Unterschied. Also wenn sie ein Problem haben in irgendwelchem Dorf, ob das ein terroristischer Dorf ist oder nicht, die sagen einfach, da verstecken sich Terroristen und wir müssen sauber. Und das ist eine andere Wahrnehmung, dass die Nutzung von Terror, die Nutzung von Angst, die ganz anders verwaltet ist. Als Schluss, also ich weiß, ich habe schon ziemlich viel geredet, aber in Mali. Mali ist super interessant und das ist vielleicht das beste Beispiel, das man erleben kann. Unser Kunden hat mich nach Gao eingeladen, der kommt aus Gao und es gibt eine Frau, die ist Bürgermeisterin von einer kleinen Stadt vor Gao und es war ein Sonntag und die hat uns zum Familienessen eingeladen, so ein Mittagessen. Und ihre Schwester war da und dann mein Kunde sagt, wissen Sie, Ihre Schwester ist übrigens Mitglied von MNLA,
also beziehungsweise das ist die Unabhängigkeitsgruppe Mali, also Mouvement National Libération de l'Azawad, die versuchen unabhängig zu sein, die haben auch gute Kontakte mit Al-Qaida in der Gegend, also mit ACMI. Die sind als Dschihadisten angenommen. Die beiden Schwestern saßen am gleichen Tisch und haben Brot zusammen gegessen, wie es locker war. So, gibt es keine Probleme? Nee, die sind verfeindet von Montag bis Samstag, aber jeden Sonntag essen sie zusammen. Ist das nicht ein Problem, dass eine mögliche Terroristin am Tisch sitzt? Nee, also in Mali, wir reden mit alle miteinander und das hilft. Es könnte, weißt du, was wir wirklich brauchen, sind Ressourcen, aber der Dialog haben wir schon. Wir müssen einfach nur die Kapazität haben, auf dieses Vertrauen, die schon existiert, zu bauen. Okay, dann ist es kein Wunder, wenn etwas passiert, dass der erste Bericht kommt immer von der MINUSMA, von der UNO-Mission vor Ort und nicht unbedingt von der Regierung, weil der Regierung sagt, ja, ist okay, wir wissen schon, wir haben andere Probleme. Und dadurch, diese Verwaltung einfach zu wissen, wir vertrauen das Volk, aber was wir brauchen, Terrorismus oder Dschihadisten zu kämpfen, sind Ressourcen. Und übrigens, Dschihadisten, wenn Sie an Mali denken, das sind auch die Leute, die Schule bilden und bauen und nicht unbedingt diese sogenannte, also Madrasa ist sowieso Schule auf Arabisch, aber nicht unbedingt eine religiöse Schule, aber die bauen Schule, die investieren in der Gemeinde, die bauen Wassertürme. Man vergisst, dass sie sehr oft zum Ersatz einer Regierung geworden sind, Arbeitgeber geworden sind und dadurch ist der Verwaltung, wenn sie einen Terroranschlag verüben, dass die Reaktion ganz anders ist. Und es gibt Regionen, auch dann im Osten mit Kenia und Somalien, wo teilweise, wenn es um Al-Shabaab geht, dass eine terroristische Gruppe das kleinste Übel ist. Deswegen zurück zu unserem Punkt zu kommen mit Angst und Verwaltung. Es ist teilweise eine Fantasie, aber diese Fantasie, die Wahrnehmung, die Gefühle, die um das Wort Terrorismus entwickelt, das ist die, was verwaltet sein muss, mehr als mehrere Polizisten oder mehrere Soldaten. Danke. Ich nehme den weißen. So, vielen Dank. Jetzt hatten wir ja wirklich drei interessante Impulse. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht ähnlich auch wie mir, dass man bei jedem der einzelnen Vorträge schon immer erstmal dachte, jetzt hätte ich aber noch mal ein paar Fragen. Und insofern sind wir jetzt eigentlich hier, um auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen zu gucken, was kann man tun, aber auf der anderen Seite, Sie werden auch die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen. Und ich habe das Privileg, meine Fragen stellen zu können, die mir gekommen sind, dann tatsächlich auch direkt nach den Vorträgen. Marwan, mir hatte Mekonnen erzählt gehabt, und das würde ich nochmal ganz spannend finden, bei deinem Vortrag hatte mir erzählt, dass du praktisch auch so einen Innenblick in eine staatliche Behörde ja auch hast, weil du in Rheinland-Pfalz, glaube ich, war es, auch das LKA, also das Landeskriminalamt, berätst. Wenn du jetzt guckst, was Thoralf Staat auch erzählt hat, dass er gesagt hat, es gab tatsächlich ein Erschrecken auch der Sicherheitsbehörden nach NSU. Was ist dein Eindruck, wie mit dem Thema Islam, Muslime, wie wird da von staatlicher Seite aus beim LKA umgegangen? Also kommst du mit den Themen, die du genannt hast, kommst du da an? Also ich glaube, dass die polizeiliche Struktur in Deutschland in den letzten 10 Jahren eine sehr massive Veränderung erfahren hat. Das kann man darin erleben. Also ich bin damals eingekauft worden als jemand, der sich mit Terrorismus auseinandersetzt. Ich hatte mich ganz konzentriert auf Al-Qaida. Das war ein Thema meiner Promotion. Und deswegen wurde ich eingestellt. Aber sehr bald habe ich einen Auftrag gekriegt aus dem Innenministerium,
zumindest war ich Teil einer Arbeitsgruppe, die sich nannte Öffnung der Polizei für Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist schon ganz spannend, also quasi das, übrigens, da aus einem Bereich, was sich eigentlich mit politisch motivierter Kriminalität beschäftigt, das quasi, es ging um Terrorismusbekämpfung. Die Idee war nicht, dass man mit diesen Leuten Terroristen bekämpfen will, die Idee war, dass die politische Kultur der Polizei, also quasi die Öffnung der Polizei als und die Schaffung von Ressourcen, menschlichen Ressourcen aus verschiedenen Milieus, der damalige Innenminister in Rheinland-Pfalz hatte argumentiert, er möchte die Gesellschaft wieder gespiegelt finden in der Polizei. Und das ist, darum geht es, dass quasi sehr oft sind es tatsächlich Menschen, die handeln. Menschen sind Akteure und sie müssen sensibilisiert werden für die verschiedenen Bereiche. Also, und sehr oft kann es passieren, dass man eben auf bestimmten Flecken im Sehbereich halt blind ist. Indem man aber tatsächlich halt diese Prozesse durchmacht, also diese Lernprozesse, ist natürlich so, dass da Veränderungen institutioneller Art passieren. Und diese Veränderungen kann man durchaus halt darin sehen, dass wir mittlerweile, wenn wir uns beispielsweise im Bereich Terrorismusbekämpfung, islamistischen Terrorismus anschauen, fast alle Landeskriminalämter in Deutschland, auch Bundeskriminalamt, beschäftigen Islamwissenschaftler, die dann im Prinzip halt Kulturmittler darstellen sollen, also quasi vermitteln sollen, Verständnis produzieren sollen. Wir können aber auch feststellen, dass in fast allen polizeilichen Behörden der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich massiv gestiegen ist im Laufe der letzten 10 Jahre, also quasi von fast null auf, also quasi, wenn ich mir Hessen angucke, dort liegt man bei etwa 13-14% Migrationshintergrund. Das ist schon eine ganze Menge und das wird mittel- und langfristig natürlich entsprechende Veränderungen mit sich bringen. Spannend wird es dann, wenn diese Leute auch noch Führungsaufgaben übernehmen. Also quasi, wenn im Prinzip wir innerhalb der Polizei, und die Polizei ist eine ganz spannende Institution, weil wir dort relativ konservative letztendlich Milieus vertreten haben. Wenn jetzt auf einmal Menschen mit Migrationshintergrund auch noch Führungsaufgaben übernehmen, das wird die Polizei verändern und das macht es. Also quasi, das kann man durchaus beobachten. Um zurück zur Frage zu kommen, ist es so, dass sich nach NSU ein Schock aufgekommen ist? Ich glaube, dass die einzelnen Polizisten, die unterwegs waren in dem Bereich, also quasi die waren geschockt tatsächlich, also quasi, dass sie haben auch sowas wie einen Berufsethos und keiner möchte Mörder decken. Problematisch ist es, dass sehr oft die Informationen gar nicht dort angekommen sind, wo sie ankommen sollten. Also quasi, das war das Problem. Also quasi, wie geht man mit dem Phänomen um? Da hat man meines Erachtens gelernt, auch institutionell gelernt, weil wir haben jetzt ein gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum installiert, was sich auf rechts konzentriert. Das hatten wir vorher nur für den Bereich Islamismus. Also hier in Berlin gibt es ein GETAZ, gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum für den Bereich politisch motivierte, religiös motivierte letztendlich Gewalttaten. Es wurde ein Pendant quasi aufgebaut, in Bezug auf rechts und in Bezug auf andere Formen des Terrors. Da verspricht man sich, dass tatsächlich Informationen fließen. Also quasi, dass die unterschiedlichen Institutionen, ich weiß nicht, ob Sie sich mit der deutschen Sicherheitsarchitektur auskennen, dort in diesem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum sitzen Verfassungsschutzbehörden, polizeiliche Behörden und andere letztendlich halt Informationsträger, die unter bestimmten Bedingungen Informationen austauschen können. Und da verspricht man sich dazu tatsächlich, dass neben der kulturellen Veränderungen innerhalb der Institution, eine institutionelle Anpassung und wir hoffen, dass es funktioniert. Frau Staat, Sie haben schon gleich zum Mikro gegriffen. So, wollten Sie gleich dazu oder wolltest du gleich dazu? Nee, ich wollte nur Zeit sparen. Okay, weil du dir schon dachtest, dass du dann auch als Nächster dran bist. Das ist auch vollkommen richtig. Wenn man das jetzt hört, du hast ja in deinem Vortrag auch gesagt, es war ein tatsächliches Erschrecken. Das ist ja ein bisschen auch, was Marwan jetzt gesagt hat. Inwieweit ist das Erschrecken immer noch da? Also das ist ja auch angeklungen bei dir. Also inwieweit reicht es denn tatsächlich bis in den heutigen Tag und hat auch dann zeigt heute noch auch Konsequenzen nach NSU? Ich habe keine breiten Erhebungen, keinen breiten Eindruck, sondern eher anekdotische Eindrücke. Oder auch wenn man in dem Untersuchungsausschuss im Bundestag sich die Zeugenvernehmung anschaut. Mein Eindruck ist, dass in der Polizei schon es sich ordentlich durchgerüttelt hat, wie auch Marwan sagt.
Beim Verfassungsschutz sehe ich eine sehr viel höhere Arroganz und ein sehr viel stärkeres Bestreben, Kritik an sich abtropfen zu lassen oder gar die Kritik zu nutzen, Ressourcen zu gewinnen, um stärker zu werden, obwohl jetzt nun tatsächlich die Verfassungsschutzbehörden, der Bundesverfassungsschutz hat maßgeblich versagt. Der Thüringer Verfassungsschutz, der sächsische Verfassungsschutz, wenn man die Verfassungsschützer oder auch die den Geheimdienstkoordinator aus dem Kanzleramt dann oder den zuständigen Staatssekretär aus dem Innenministerium im Untersuchungsausschuss sitzen sieht, das sind Leute, die nach wie vor glauben, eine Kontrolle ist eine Zumutung, die Fragen des Parlaments sind ja wohl eine Frechheit und man soll sie doch mal in Ruhe machen lassen. Also ich sehe, dass ich spreche nicht für alle Verfassungsschützer, auch da gibt es sicherlich Leute, die ernsthaft erschüttert waren, aber da sehe ich in der Gesamtstruktur, in der Gesamtorganisation sehr viel weniger Problembewusstsein oder Willen, sich tatsächlich zu reformieren. Hm. Bei dir, Jan, das ist einfach auch nochmal eine Nachfrage aus... Ah ja, okay, gut, genau. Ja, wir haben, genau, ihr müsst euch die so ein bisschen teilen. Du hattest in deinem Vortrag ja auch gesagt, bist du auf die verschiedenen Formen eingegangen, wie man als Staat oder als Ministerpräsident oder Kanzlerin auch darauf reagiert. Und hast gesagt, dass zum Beispiel ein Verhalten, wie es von Frau Merkel oder Theresa May gegeben hat, helfen kann. Wenn man jetzt darüber sprechen möchte, wie kann sich der Staat auch schützen? Warum, auch wenn wir in Deutschland, wie von dir berichtet, ja angeblich so besonnen damit umgehen? Und warum haben wir trotzdem solch eine Angst? Also erstens, weil Angst ist, alle haben Angst irgendwie, das ist normal. Es gibt übrigens die Kollegen von Depart, die haben gerade mit die, also Partner im Großbritannien Demos, die haben eine europaweite Studie über Angst in der Bevölkerung, was ihnen denn politisch antreibt. Also es ist sehr interessant, es ist ein dickes Ding, aber es lohnt sich. Das ist also die kurze und einfache Antwort ist die kurzfristige Mentalität von kleinerer Politik. Was ich damit meine, ist, wenn etwas passiert, also für mich ist der, zum Beispiel der Hauptbeispiel der CSU. Horst Seehofer hat eine ganz andere Verhalten als Frau Merkel, auch wenn sie offiziell in der gleichen Partei sind. Eine versucht ein bisschen zu punkten und der andere versucht eine Besonderheit zu haben. Und diese Politik, also vor allem, wenn es ein Jahr vor einem Wahlkampf passiert. Und diese politische Tendenzen oder strategische Bedürfnisse bringen einfach in Situationen, wo es gibt manche Leute, die tatsächlich versuchen werden, Kapital zu bauen auf Angst. Deswegen, man sucht einen Sünderbock, das funktioniert immer ganz gut bei vielen. Marwan ja schon gesagt, das sind die Muslime, das sind wir. Ja, genau. Also vielleicht, aber manchmal ist es einfach ein Ausländer wie ich, der einen Job klaut, auch wenn wir Jobs anbieten. Also es gibt immer einen Sünderbock, das funktioniert. Das Zweite ist auch, dass jemand zu schwach ist. Also auch ein Wunsch von vielen der Politik heutzutage, das sieht man leider mit Trump und anderen Leuten, ist eine starke Figur. Ah, jemand, er weiß, was er machen will. Und diese Reaktion, denn wenn man, schauen Sie, Merkel, die reagiert zu lahm, das geht gar nicht. Aber die Denkweise ist, ein kurzfristiges Ziel, kurz zu kapitalisieren auf eine Situation und dann, das stiftet mehr Angst, eine Angst oder mindestens Zweifel, die schon da sind. Marwan, ich würde gerne bei dir nochmal wissen, also stimmst du mit dem überein? Also ich denke, es gibt zwei Dinge, die man vielleicht ergänzend noch dazu sagen soll. Natürlich geht es hier um die Ökonomie von Angst, aber auf der anderen Seite geht es auch um die Sicherheitskultur, die von Land zu Land natürlich unterschiedlich ist. Und diese Sicherheitskultur hat ja viel damit zu tun, wie risikobereit eine Gesellschaft ist oder eben nicht. Und das Ganze ist natürlich halt abhängig von einer ganzen Reihe von Rahmenbedingungen, die dann sowohl medial sind, als auch politisch, als auch erzieherisch, sind alles so Elemente, die in Addition bestimmte Reaktionen von Gesellschaften letztendlich halt erklären können. Worauf will ich hinaus? Sicherheit hat immer zwei Dimensionen. Es gibt ja einmal diese objektive Sicherheitsgestaltung, also die Art und Weise, wie ich Institutionen bereitstelle, wie diese Institutionen handeln, ist der Staat handlungsfähig und so weiter und so fort. Also, dass der Bürger weiß, dass der Staat in der Lage ist zu reagieren. Und auf der anderen Seite gibt es ja diese emotionale, vielmehr so subjektive Sicherheitsempfindung. Und die sind nicht immer deckungsgleich. Also wenn ich mir die Kriminalstatistiken anschaue,
Deutschland ist so sicher wie nie zuvor. Wenn ich mir aber das subjektive Sicherheitsgefühl oder Sicherheitsempfindung der Bevölkerung anschaue, die Leute fühlen sich unsicher. In den 80ern lebte man natürlich viel gefährlicher als heute. Aber wir sehen uns danach, dass im Prinzip halt wir wieder eine Situation haben wie in den 80ern. Warum ist es so? Weil wir eben hier gewissermaßen einmal über die Medien beeinflusst werden, aber auch über unsere Umgebung, also die Art, die Gespräche, die wir miteinander führen. Das, was wir thematisieren, wie viel Platz bekommt Angst in der medialen Darstellung? Was wird uns berichtet? Und ich glaube, das ist ja ganz, ganz zentral, insbesondere weil wir kurzfristige Medien konsumieren, nicht mehr viel lesen, nicht mehr viele Bücher lesen, Analysen und so weiter, sondern klare Nachrichten. Aber eine Nachricht, die mir sagt, dass der Zug pünktlich ankommt, ist eben nicht interessant. Und damit gibt es eine Logik, die intern ist, dass quasi wir werden die ganze Zeit in Anführungsstrichen bombardiert mit schlechten Nachrichten, wundern uns aber, dass wir uns unsicher fühlen, obwohl im Prinzip wir auf der anderen Seite Argumente hätten zu sagen, naja, so unsicher sind wir eigentlich gar nicht. Ich finde, es ist mir gerade durch den Kopf gegangen, Teil des Kulturwandels oder der Angstökonomie oder des Wandels der Gesellschaft ist ja schon die Tatsache, dass wir hier heute sitzen. Ich kenne das Programm der Böll-Stiftung nicht lückenlos, aber ich erinnere mich nicht, dass es schon mal eine sicherheitspolitische oder eine Terrorpolizeistruktur oder also über diese Themen in der grünen nahen Stiftung unter Linken oder Alternativen. Es war ja nie ein Thema, ne? Also Polizei war ja verdächtig. Die haben uns beim Castor irgendwie von der Straße geprügelt. Und irgendwie war das nicht der Freund und Helfer, sondern das war irgendwie. Ich erinnere mich noch, was es für einen Aufruhr gab, als ich glaube, es war in Münster das erste Mal ein grüner Polizeipräsident wurde. Das war ja ein Kulturbruch und in der Partei hoch umstritten. Ich erinnere mich, wie unter Linken tatsächlich das Bild von Polizeiüberwachungsstaat und die Büttel und Bullen und so, ne? Sag mal, jetzt sitzen wir hier ganz honorig und reden fast schon wie die Konservativen über Sicherheitsbedürfnis und Angst. Naja, ich will das gar nicht karikieren, ich finde das ja gut, weil ich finde es ein Problem, dass sich linke Alternative viel zu wenig mit Polizei und Polizeiapparat beschäftigen, mit den internen Dynamiken von Sicherheitsbehörden. Mir ist es immer aufgefallen, wenn man so in Recherchen über Rechtsextremismus mit Polizisten redet, das sind natürlich strukturell konservativere Leute, als wir jetzt hier im Publikum sind. Ich meine, das sind bewaffnete Organe, wie man das in der DDR nannte, oder uniformierte Einheiten. Also da gehen natürlich Leute mit einem bestimmten Mindset rein, Leute, die auf hierarchische Sachen stehen, die Befehlsketten und größere Apparate oder die auch hier Panzer, Glitzer und also die das toll finden. Naja, aber damit muss sich auch die politische Linke oder Alternative, die müssen sich damit beschäftigen und ich hätte es fast gesagt, dank der Bedrohung durch Islamisten und dem tatsächlichen Versuch, eine freiheitliche, bunte, liberale Gesellschaft, ob nun durch Islamisten oder durch rechtsextremistische Gewalt einzuschränken oder zurückzurollen, beschäftigen sich jetzt endlich auch die Linken und Alternativen mit der Frage, wie soll man denn als Gesellschaft reagieren, wie gehe ich um mit Angst, ist jetzt alle Überwachung echt doof, scheiße, bäh, oder ist vielleicht doch in einer gewandelten Welt, bei einer gewandelten Bedrohungslage eine Reaktion, eine präventive Reaktion des Staates, eine stärkere Auswertung von Datenverkehr und so weiter, vielleicht doch angemessen und sollte nicht mehr pauschal gleich immer als CSU und so weiter Verschwörung abgetan werden. Also da sehe ich, weil wir gerade bei wie wandelt sich die Gesellschaft, sehe ich einen ziemlichen Fortschritt auch durch die Tatsache, dass wir hier sitzen heute. Aber warum, also einfach jetzt auch mal dann ketzerisch gefragt, warum ist es denn dann tatsächlich so? Du hast ja selber in deinem Vortrag gesagt, damals in den 90er Jahren gab es Lichterketten und die Menschen sind zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen. Dann ist es schön, dass es jetzt das Interesse gibt, aber warum steigt nicht auch gleichzeitig die Solidarität und die Empathie auch den betroffenen Minderheiten gegenüber, die eben auch von rechts, wie du es genannt hast, diesen Nachbarschaftsterrorismus, also was für Narrative brauchen wir, um dort wieder hinzukommen, dass wir uns einfach auch mit Muslimen,
mit Minderheiten auch solidarisch fühlen und für diese eintreten. Also kurz deinen Punkt zu ergänzen, das ist wie das präsentiert ist, finde ich. Das ist eine ganze, also wenn jemand über Überwachung spricht zum Beispiel, ist der Reflex zu denken, Big Brother, sofort überall und wie in Großbritannien mit 6 Millionen Kameras und so weiter und 400 Mal pro Tag verfilmt. Aber das Problem ist, es ist dargestellt als die magische Lösung. Mit mehr Kameras können wir mehr Anschläge verhindern. Nein, es wurde schon mehrmals statistisch und geprüft, es ist ein Ermittlungswerkzeug. Es hindert gar nicht. Aber wenn irgendjemand das darstellt als die magische Lösung gegen Terrorismus, da haben wir ein Problem. Da klingt es bedrohlich. Was auch dazu wichtig ist, ist, es gibt keine magische Lösung. Und deswegen, wenn wir immer als ein besonderes Mittel, als die Lösung darstellen oder vorstellen, da haben wir auch Probleme. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle mit der Solidarität. Das ist so geteilt heutzutage. Und das ist schwer. Ja, die sind anders präsentiert. Meine Wahrnehmung von ihnen ist so, dass diese kollektive... Aber welches Narrativ brauchen wir dann, um dann tatsächlich auch wieder dahin zu kommen? Also meine Erfahrung... Mit den sicherheitspolitischen Aspekten. Ja, genau. Aber schon mit... Also meine Erfahrung aus Kanada, und das vergleiche ich auch kurz mit... Ich war Baseballtrainer in Berlin. Und es war sehr interessant, weil es einen deutschen Spieler gab. Der war super. Aber der kam aus Heidelberg. Es war der Türke. Burak. Also für mich habe ich immer, das ist ein Deutscher. Ja, du meinst Burak, ja. Nee, das ist ein Türke. Man, der ist hier geboren und aufgewachsen. Also für mich ist ein Deutscher. Und, ja, das habe ich nicht so gesehen. Im Kader, in der Schule hatte ich 4 Kambodier, Vietnameser, Leute aus Haiti, Italiener, also ein Dominante gibt es nicht. Aber die Narrativ war immer, ihr seid alle, je nach dem Professor, Quebecois oder Kanadier. Aber in der Fall war es, dass niemand kein Kanadier sein konnte durch Hautfarbe oder kultureller Hintergrund. Es war einfach das Gleiche. Aber es fing schon mit der Kindergarten an. Das ist vieles ja das, anders. Was Marwan auch gesagt hatte eingangs, als er gesagt hatte, dass man eben praktisch einem die Identität auch durch die Zuschreibung abgesprochen wird. Deswegen, wenn die gemeinsame Identität betroffen ist, dann... Ich glaube, es geht so ein Stück quasi, wenn man jetzt gesellschaftskritisch sein will und tatsächlich auf die Gesellschaft gucken will, was passiert denn eigentlich? Ich glaube, es treffen sich zu viele Phänomene auf einen Punkt. Wir haben ja die Situation, dass in Deutschland nicht nur ein demografischer Wandel stattfindet, dass die Leute älter werden, sondern wir haben Kulturwandel. Und es gibt eine Ureinwohnerschaft, die Angst hat. Und es gibt einen Reflex darauf, das beobachten wir überall in Europa, da entstehen wieder oder es werden Identitäten regeneriert, neu begründet. Und das Spannende an Identitäten ist ja geradezu, es ist unheimlich schwer zu sagen, was ich bin. Ich kann aber sagen, was ich nicht bin. Das heißt, der andere, der ist für mich eine sehr wichtige Projektionsfläche, um letztendlich mich zu distanzieren, zu finden. Und ich glaube, das ist ein Problem, was sowohl die Migranten in Deutschland haben, als auch die Aufnahmegesellschaft, also quasi diejenigen ohne Migrationshintergrund. Und hier Solidarität zu produzieren, ist meines Erachtens komplett schwer. Und ich glaube, durchaus ist es, also ich gebe dir absolut recht, da muss man auch insbesondere in den linken Diskursen sich Gedanken darüber machen, wie können wir tatsächlich dazu beitragen, dass eine gemeinsame Identität entsteht, ohne dass ich da von einer einheitlichen Identität sprechen will. Denn je vielfältiger eine Gesellschaft ist, desto deutlicher müssen die Gemeinsamkeiten ausgearbeitet werden. Dann funktioniert sie. Warum sage ich das? Also ich weiß, wie es in Berlin ist, ich weiß, wie es in Frankfurt ist. Wenn ich in Kindergärten gehe und feststelle, 65% der Kinder haben Migrationshintergrund, dann gibt es eben keine dominante Gruppe mehr. Aber es gibt lauter verängstigte Gruppen. Und ich habe jetzt politisch eigentlich die Aufgabe, diesen verängstigten Gruppen klarzumachen, das ist das Neue. Also Deutschland schafft sich nicht ab, sondern das ist das neue Deutschland. Aber das muss verwaltet werden. Es muss die gemeinsame Idee produziert werden. Und ich glaube, wir sind alle noch auf der Suche. Was ist es, was uns gemeinsam bringt? Das Problem ist, diejenigen, die liberal und demokratisch sind, sind zu still. Und auf der anderen Seite ist quasi nationalistischen Diskurse, die aggressiven Diskurse und so weiter, die populistischen Diskurse, die können auftreten und polarisieren. Und an diesem Punkt ist es scheinbar unheimlich schwer für die liberal Orientierten, sich ebenfalls zu positionieren, sondern sind verängstigt, ziehen sich zurück, sind vielleicht zu leise oder haben kein Projekt. Ich weiß es nicht. Da kann man drüber diskutieren. Ich fürchte Letzteres. Du hast eben gesagt, wir sind auf der Suche. Meine Wahrnehmung ist ja, wir schweifen jetzt, glaube ich, ein bisschen ab, fahr gerne dazwischen.
Mein Eindruck ist ja, die Linke und die Alternative hat diese Identitätsfrage völlig verpennt und völlig verschlafen. Und sie hat kein Angebot. Der Letzte, der ein progressives Identitätsangebot hatte, war Habermas mit seinem Verfassungspatriotismus. Aber das war schon die 80er oder Ende 70er oder so. Also diese Frage, was gehört sich denn oder wer ist ein guter Deutscher, die kann man ja auch progressiv stellen, aber die hat sich die Linke und haben sich die Alternativen von Friedrich Merz sozusagen wegnehmen lassen, als sie so allergisch auf die Leitkulturdebatte reagiert haben. Man hätte das ja positiv wenden können und sagen, ja okay, reden wir mal über Leitkultur. Was ist es denn, was das Land zusammenhalten soll? Vielleicht. Es ist eben nicht mehr die Hautfarbe. Ja, vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Also quasi ich habe es erfahren, als mein Sohn eingeschult wurde. Ich habe einen Brief bekommen, immerhin Rheinland-Pfalz, das ist damals grün-rot regiert. Ich habe einen Brief bekommen aus der Schulbehörde, also das Kultusministerium über die Schulbehörde, da stand Folgendes drin. Es ist wichtig für Ihr Kind, die Sprache seines Heimatlandes zu lernen und etwas zu erfahren über die Kultur seines Volkes. Und damit meinte man, dass mein Sohn Arabisch lernen soll. Okay? Also quasi, er wurde doppelt rausdekliniert aus der Gesellschaft. Sein Volk und seine Kultur. Das vor der Einschulung. Also ich habe damals protestiert, habe Briefe geschrieben, habe Vorträge gehalten im Kultusministerium. Als unsere Tochter eingeschult wurde, haben wir gar kein Schreiben bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Schreiben nicht mehr verschickt werden oder ob wir aus dem Verteiler geflogen sind. Aber daran merkt ihr man... Ihr seid schon so gut integriert. Ihr kriegt aber daran das merkt mehr. Man ja geradezu, wie krank dieser Diskurs ist. Und ich gebe dir absolut recht. Ich meine, ich kenne Professoren, die sind schon verrentet worden und nach wie vor sind sie der syrische Professor oder der, was weiß ich, kanadische Professor. Die haben aber hier im Prinzip die letzten 60 Jahre ihres Lebens verbracht. Und das heißt, das Tragen der deutschen Identität im Sinne eines deutschen Passes heißt nicht, dass man Teil des Ganzen wird. Ja. Wir sind jetzt natürlich tatsächlich ein bisschen... Das ist aber sicherheitspolitisch sehr, sehr relevant. Das denke ich auch und darum habe ich es auch so weitergegeben, weil wir kommen jetzt auch gleich ins Publikum. Weil wir haben ja jetzt, sicherlich ist das eins der Hauptthemen. Wir könnten jetzt natürlich noch einsteigen und sagen, warum brauchen wir eigentlich nur eine Identität? Das wäre dann vielleicht aber was für die Veranstaltung dann auch im Mai, die wir haben. Und sagen, bekommen wir nicht in die Köpfe rein, dass wir Mehrfachidentitäten haben. Ich kann ja gleichzeitig deutsche Staatsbürgerin sein und afghanische Musik, weil meine Eltern aus Afghanistan kommen, gut finden. Oder ich kann irgendwie hier leben und sagen, rede trotzdem gerne Französisch. Also insofern, ich glaube, eigentlich ehrlich gesagt, wir brauchen Werte bestimmt, auf die wir uns zu... festlegen können, aber das wäre jetzt tatsächlich noch mal zu weit. Ich würde gerne von euch noch mal wissen, um zum Thema, bevor wir dann auch ins Publikum geben, wir haben ja tatsächlich das Thema Radikalismus und Terror. Wie kann sich eine offene Gesellschaft, wenn wir denn eine sind, gibt es da einen Schutz? Wir haben da am Anfang schon mal gesprochen. Es gibt doch... Marwan, du wolltest, ja? Also, jetzt komme ich von einer Polizeibehörde, aber mein Argument wird mit Polizei nichts zu tun haben. Ich glaube persönlich, die Sicherheitsbehörden sind am Ende einer Entwicklung, wenn es darum geht, im Kontext politischer Radikalisierung reagieren zu können. Die Reaktion muss viel früher sein. Das, was uns fehlt zurzeit, wenn wir uns mit Radikalisierung, insbesondere, und ich kenne mich aus eher im Bereich des Islamistischen, also quasi dort, wo muslimische Jugendliche oder Menschen aus muslimischen Milieus sich in die Radikalität begeben, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann stelle ich fest, kann man übrigens auch sehen anhand des Demonstrationsverhaltens türkischer Jugendlicher in Bezug auf Erdogan, scheinbar ist die Idee Demokratie nicht vermittelt worden. Also quasi, das heißt, wenn wir uns mit Terrorismus auseinandersetzen und per Definition ist Terrorismus eine politische Gewalt, so muss die Lösung bzw. die Reaktion darauf politisch sein in der Vermittlung einer politischen Identität und die kann pluralistisch sein, also quasi, es muss ja nicht eine eindeutige Identität sein. Aber es muss die Idee sein, dass wir beispielsweise uns darauf einigen, dass Demokratie zumindest für unsere Gesellschaft die Lösung ist. Liberalität, mehr Pluralität und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das nächste, was wichtig ist, wenn wir uns mit Terrorismus auseinandersetzen, Terroristen sind nicht alles Idioten. Also es ist nicht so, dass diese Leute keine guten Argumente haben.
wir müssen uns wahrscheinlich auch mit den Argumenten auseinandersetzen. Das ist quasi nicht nur mit dem Abwehren dieser Gewalt, und das müssen wir auf jeden Fall machen, die dürfen wir gar nicht tolerieren, sondern wir müssen sie in ihrer Argumentation dekonstruieren. Und das ist unheimlich schwer. Ich bringe ein Beispiel, in welche Richtung meine Argumentation geht. Und ich führe Gespräche mit Verurteilten in Gefängnissen, Islamisten. Wie kann ich jemand klar machen, hör mal, du musst dich distanzieren vom Salafismus. Das ist etwas, womit du in Deutschland nicht klarkommen kannst. Und der sagt mir dann, ich finde es komisch, ich darf kein Salafist sein, und die Bundeskanzlerin sagt, plus der aktuelle Präsident, damals noch Außenminister, Saudi-Arabien, jetzt bringe ich in Klammer rein, der Staat gewordene Salafismus, Klammer zu, ist der wichtigste Partner deutscher Politik am Golf. Wie kann ich dann so Gespräche mit jungen Menschen führen und sie davon überzeugen, dass sie gute Demokraten sein sollen, wenn ich ihnen gleichzeitig im Prinzip klar mache, dass in meinem Außenverhalten, immer wenn ich nach außen hin agiere, auf einmal alle die Werte, wofür wir hier stehen, überhaupt keine Rolle spielen. Merken Sie, im Kontext einer globalisierten Welt können wir das Innen und das Außen in unserem politischen Diskurs nicht mehr voneinander trennen. Und das hat natürlich sicherheitspolitische Dimensionen, weil diejenigen, die sich radikalisieren in Deutschland, so wenn ich beispielsweise mir die 900 anschaue, die sich radikalisiert haben, nach Syrien gegangen sind, keiner sagt, ich bin radikal geworden, weil ich eine schlechte Note in Mathe habe. So, alle sagen, das Hauptargument, das sie bringen, ist, dass sie der Meinung sind, dass dort eine Ungerechtigkeit passiert. Damit will ich sie nicht rechtfertigen in ihrem Verhalten, aber ich kann sie nicht dekonstruieren, wenn ich das zulasse. Also wenn ich nicht meine Werte tatsächlich standhaft nicht nur propagiere, sondern im Prinzip auch sie mit Inhalt ausfülle. Und Menschen, junge Menschen insbesondere, sind sehr sensibel für Gerechtigkeit. Und sie sind sensibel, sie erkennen das, also quasi, sie kriegen das mit. Merken Sie, worauf ich hinaus will? Ich will darauf hinaus, dass wir im Prinzip, dass es nicht ausreicht, zu sagen, wie toll wir sind, sondern wir müssen das, was wir sind, auch mit Inhalt ausfüllen. Mhm. Erst dann haben wir die guten Argumente. Also ich finde, was fehlt immer in der Debatte, und das nenne ich immer diese Entweder-Oder-Mentalität, die ist mega problematisch. Vielfältigkeit. Es ist notwendig auf also wirklich mehrere Ebenen, mehrere Aspekte. Und was wir oft vergessen, ist, wir wollen teilweise einen rationalen Diskurs haben mit etwas, der sehr emotional ist. Dieses Gerechtigkeitsgefühl entsteht aus Bilder, aus Gefühle. Und dann ist rationalisiert irgendwie. Und deswegen das zu dekonstruieren, also aus einer rationalen Ebene, die Gefühle bleiben da. Und das ist sehr schwer. Deswegen ist es, ich sage immer, das ist ein anderes Thema, aber für mich, es gibt keinen Unterschied zwischen, das wurde kurz erwähnt, aber keinen Unterschied zwischen religiöser Extremismus oder politischer. Es ist dogmatisch, es entspricht ein Gefühl, es entspricht eine Identität. Deswegen diese Gefühle, warum sind die da? Es ist mehr als, ja, schlechte Note, aber schon vorher, es gab was. Und das merkt man mit Rückkehrer. Wir haben auch manchmal mit Rückkehrer zu tun. Die ersten 6 Monate, oh ja, ich bereue es, oder bla bla bla. Nach 6 Monaten, wo, ah geil, Alter, du bist nach Syrien. Der Held Mythos, dass jemand nach Syrien, Irak gegangen ist, bleibt. Deswegen in Zwischenzeit, wenn ich kriege Geld von der Staat, ich habe noch keinen echten Status, aber Leute sprechen mich an, ich war schon jemand. Dieses Gefühl kann nicht rational abgebaut sein. Und bis wir das verstehen in unseren Maßnahmen, dass Vielfältigkeit und Emotionen auch dazugehören, werden wir immer Probleme haben. Dann jetzt meine letzte Frage, bevor wir ins Publikum gehen, an den wahren Deutschen. Keine Ahnung, ob du das auch dann tatsächlich bist, Thoralf, aber der Name legt es ja auch in Teilen dann etwas nicht der nachher. Wahre Norweger, ich glaube, der Name kommt ja, aus genau. Norwegen. Aber die Frage ist dann tatsächlich, das ist ja etwas, womit wir in Deutschland dann auch schon mit Gefühlen, über Gefühle auch zu sprechen, diese auch zu thematisieren, ist ja etwas, was uns jetzt nicht unbedingt leicht fällt. Welches Narrativ, ich komme nochmal drauf zurück, brauchen wir, vorhin wurde auch von Medien gesprochen, du bist Journalist, um dahin zu kommen, um wirklich nicht nur diese Ängste der besorgten, unbesorgten, wie auch immer Bürger ernst zu nehmen, sondern was brauchen wir da für ein Narrativ? Wie kommen wir dahin? Naja, mein Themenfeld ist die rechtsextreme Bewegung, das rechtsextreme Narrativ und deren Gefühl, deren Angst ist ja auch ein sehr emotionales, der Volkstod.
Die Umvolkung, also das ist ein genauso ansprechendes, ein genauso starkes emotionales Moment, wie es jemanden nach Syrien oder sonst wohin gehen lässt, weil er das dort ein Ungerechtigkeitsgefühl hat. So hat die extreme Rechte eine Erzählung, wir hier sind bedroht. Ja, und dagegen hilft nur eine andere Erzählung, die selbstbewusst sagt, wir bedroht? Oh Quatsch, wieso denn überhaupt nicht? Sondern wir prosperieren, uns geht's prima, Exportweltmeister, das muss jetzt nicht standortnationalistisch sein. Das hören wir ja ständig, also ich meine, das hilft ja auch nicht. Naja, aber das ist eine ökonomische Debatte, aber es ist keine Identitätsdebatte. Sozusagen das Land der Ingenieure, das Land der Tüftler, was aus Vielfalt, aus vielfältigen Einflüssen Neues schaffen kann. Vielleicht ist es sowas, was man diesem Volkstod oder diesem auch von der AfD gebrachten Krisenbürgerkriegsgerede entgegensetzen könnte. Gut, vielen Dank erstmal an euch drei. Wir haben ja jetzt auch schon gesagt gehabt, dass wir auch ins Publikum gehen. Und da sehe ich gleich schon dann auch die erste, die zweite, genau. Wollen Sie gleich beginnen? Ich weiß nicht, ob wir ein Mikrofon haben. Ja, ich denke. Ist eingeschaltet, ja? Ja, Herr Tamm, Sie haben ein sehr interessantes Beispiel gebracht mit dem Sanifisten im Gefängnis. Und das bringt mich auch zu dem Aspekt, dass eine Seite des Problems nicht beleuchtet wurde. Wir haben über die Ausläufer des Terrorismus geredet, aber nicht über den Brandherd. Und der Brandherd, das sind zunächst mal die Kriege im Nahen Mittleren Osten, wo die Grenzziehung zwischen Kriegsführung und Terrorismus aufgeweicht ist und abstrahlt auch auf die, die sich dazu ordnen, auch wenn sie in europäischen Ländern leben. Und das bringt mich zu der Frage, als Sie als Islamexperten auch, der Terrorismus wird mehr mit dem politischen Islam in Verbindung gebracht. Könnten Sie mir eine Definition geben von einem nicht unpolitischen, aber einen nicht politischen Islam? Ja, würde ich sagen. Das ist also, ich habe versucht, glaube ich, Anfang meines Vortrages nochmal darzustellen, dass der Terrorismus bzw. das, was aus den islamisch, insbesondere arabisch-islamischen Ländern letztendlich halt entsteht an politischer Gewalt, dass das mit einer Krise dieser Staaten zu tun hat. Also quasi die Krise, die sich auf die Grenzziehung zurückführt, auf die, ich hatte ja auch das versucht darzustellen, die Frage der Herrschaft, also quasi wie legitimiere ich Herrschaft, welche Projekte wurden ausprobiert und wir haben ein Scheitern des Nationalstaates und damit des Nationalgefühls, das habe ich damit begründet, dass der Nationalstaat sowas wie ein Transplantat ohne Wurzeln ist, das quasi übertragen wurde in die arabische Welt, aber nie verwurzelt wurde. Das ist das eine. Das andere und wenn wir uns mit den zentralsten arabisch-islamischen Staaten auseinandersetzen, zumindest halt formalen, dann stellen wir fest, nehmen Sie mal Ägypten. 57% der Ägypter sind unter 25. Ich brauche nichts mehr erklären. Das war's. Das heißt, die ägyptische Bevölkerung hat sich innerhalb von 25 Jahren verdoppelt. Die Ökonomie, also wenn ich mir die ökonomischen Daten anschaue, die Wasserversorgung, die Lebensmittelversorgung und so weiter und so fort, das konnte sich niemals in dieser Zeit verdoppeln. Warum? Weil einfach die Ressource nicht da ist. Dass dort Ressourcenkonflikte entstehen, die jetzt auch noch im Prinzip religiös begründet werden, beziehungsweise als religiöse Lösung oder die Religion als Lösung benutzt wird, das ist naheliegend. Das heißt, ich habe einmal die Ideologie und ich habe die Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass die Ideologie einen Fuß fasst. Ist der Islam per se politisch? Jede Religion, jede soziale Bewegung ist im Prinzip politisch. Die Frage ist, ob die Religion immer nach Herrschaft greifen muss. Ja, also ob die Religion immer Herrschaft begründet und den Anspruch hat, Gesetze zu setzen. Jetzt kann man sagen, durchaus gab es Phasen innerhalb der islamischen Tradition, wo es nicht so war. Ich hatte immer einen Kalifen, also quasi einen politischen Herrscher, und ich hatte die Institution des Qadi, also quasi, wo dann im Prinzip die religiösen Instrumente installiert waren. Auf der anderen Seite muss man Folgendes sagen, dass die Säkularität, das Trennen dieser beiden Sphären, Religion und Politik, das ist eine europäische. Okay? Das ist etwas, was mit dem, mit der,
Das ist etwas, was mit der europäischen Geistesgeschichte zu tun hat. Wir haben das Lutherjahr demnächst oder jetzt aktuell. Und Sie wissen ja im Prinzip, die Säkularität oder die Einführung der Säkularisierung, das war eine Reaktion auf den 30-jährigen Krieg mit der Trennung bzw. mit der Überführung der Souveränität von Gott auf den Herrscher. Und dieses Europäische, das ist nicht selbstverständlich, dass es übertragen wird woanders hin. Spannend wird es, wenn jetzt Menschen aus diesen unterschiedlichen Sphären im engsten Raum zusammenkommen. Ja, dann wird es interessant, dann wird es spannend. Auf welche Konzepte lässt mich an? Übrigens, das meinte ich, als ich dann von Identität sprach. Ich sprach nicht darüber, dass wir uns alle im Prinzip darauf einigen, was wir essen müssen oder wie wir uns kleiden oder welche Musik wir hören. Aber wir müssen uns auf jeden Fall darüber einigen, im Konfliktfall, welche Regel gilt. Darum geht's. Guten Tag, glatt mein Name. Waren sehr interessante Vorträge. Wie Sie gerade gesagt haben, es hilft nur Vielfalt. Und mir fehlt bei der Diskussion, wir sitzen hier bei den Grünen oder bei der Stiftung der Grünen. Vor 20, 30 Jahren haben wir über Wahlrecht für Türken oder für sonst sowas gesprochen. Heute lese ich im Wahl-O-Mat in Schleswig-Holstein, sollen länger oder lange in Deutschland lebende Ausländer kommunales Wahlrecht erhalten. Also die Türken sind jetzt 60 Jahre in Deutschland. Sie dürfen nur wählen, wenn sie den Doppelpass haben. Ist doch richtig, ne? Wenn sie den genau. Und ja, also uns hilft nur Multikulti weiter. Es geht gar nicht anders. Sie kommen aus Kanada, da funktioniert es ja. Das ist ein gutes Beispiel. Also auch wenn man von den indigenen Gruppen abzieht, die Probleme, ne? Also ja. Sie haben also ich wohne in Deutschland seit 11 Jahren, ich darf immer noch nicht wählen, übrigens. Mein Mann wohnt hier seit 45 Jahren und ist Türke und hat noch nie in Deutschland gewählt. Er durfte jetzt einmal Haye sagen in der türkischen Botschaft, aber ansonsten hat er noch nie gewählt. Also insofern, genau. Aber zu Multikulti, ich finde, es ist eine Rasierklinie, weil einerseits, wirklich als Beispiel Kanada. Ja, Superland, alle verstehen sich. Es funktioniert nur, und das merkt man in den letzten 7, 8 Jahren mit den verschiedenen Debatten im Quebec, solange, dass jemand in seiner Ecke bleibt, ist kein Problem. Zum Beispiel, ich nehme einfach der Insel Montreal. Westlicher Teil ist fast nur englischsprachige. Ostlicher Teil ist fast nur französischsprachige. Durch die Mitte, da hat man alle Sprache, alle Kulturen. Aber wirklich nach Viertel. Aber man weiß, wenn es um DDO geht, da wohnen die Pakistaner. Wenn es um Saint-Michel, da wohnen die Latinos und da wohnen die Italiener. Wenn es um der Gay Village geht, dann ja klar, um schwule Viertel. Solange, dass niemand aus dieser Viertel kommt, entweder tiefer nach Osten oder tiefer nach Westen, ist kein Problem. Alle in der Mitte ist erlaubt. Aber, also kurz gesagt, du störst mich nicht, solange ich dich nicht sehe. Und das ist, was ich als Decke auf dem Topf Multikulti nenne. Weil irgendwann es muss platzen. Weil diese Toleranz, also ich wende mich nochmal an Derrida. Derrida hat irgendwann gesagt, Toleranz bedeutet eine Grenze. Akzeptierung hat keine Grenze mehr. Und es gibt eine neue Generation, die wirklich offen und akzeptiert. Aber es gibt noch einen großen Teil, die sagt, kein Problem, sondern es funktioniert. Deswegen wichtig mit Multikulti. Und deswegen, ich glaube, vor wenigen Jahren, als ich Frau Merkel gesagt habe, Multikulti ist tot, ich glaube, sie meinte mehr diese Topf-Multikulti, eher als wir müssen jetzt akzeptieren. Und das ist sehr schön. Deswegen ist Kanada als Beispiel, das stimmt. Andererseits ist es nicht so tief, wie man denkt. Sie hätten sich noch Ja, vielen Dank für die Vorträge. Herr Staudt, Sie hatten ganz am Anfang gesagt, dass wir irgendwie heutzutage dabei angekommen sind, dass AfD-Politiker in Talkshows sitzen können und reden können. Ich habe das so ein bisschen als negativ wahrgenommen, also dass Sie das nicht gut finden. Meine Frage ist aber, ist das so schlecht? Weil ich habe immer das Gefühl, auch Sie hatten ja gesagt, viele junge Menschen, vor allem mit Migrationshintergrund, fühlen sich verloren. So, weil sie von der einen Seite nicht angenommen werden, von der anderen genauso wenig. Meine Frage ist aber dabei, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne, was können wir dagegen tun? Also ich finde, es ist immer auch in den Medien dieses Bild von, der Junge ist nach Syrien gegangen, weil er sich nicht verstanden gefühlt hat. Das sind Leute, die
den Boden unter den Füßen verloren haben, weil sie eine Identitätskrise hinter sich haben. Aber was tatsächlich außer diesen Aussagen oder außer dieser Diskussion, was können wir dagegen tun? Ich finde, es fehlt an Dialog, und deswegen finde ich es nicht schlecht, dass AfD-Politiker beispielsweise in Talkshows auftreten, weil nur so kriegen wir es hin, dass Leute sich miteinander unterhalten und dass wir nicht nur dieses Bild von der einen und der anderen Seite schaffen und die beiden nicht miteinander zusammenkommen. Und das ist meine Frage als junger Mensch vor allen Dingen. Was können wir dafür tun, dass diese Seiten mehr zusammenkommen? Und auch wenn wir sie nicht gut finden, was können wir dafür tun, dass wir miteinander reden? Also, was haben Sie da eine Idee? Das war dann verkürzt von mir formuliert. Ich habe nichts dagegen, dass auch mal ein AfD-Politiker in einer Talkshow sitzt. Ich fand es bemerkenswert, die Anzahl und zu welchen Themen AfD-Leute in den letzten 12 Monaten plötzlich in Talkshows saßen. Und dass mit ihnen geredet wurde, als hätten sie konstruktive Vorschläge. Ich erinnere mich an eine Debatte, ich glaube, das war Anne Will oder irgend sowas. Was kommt immer nach dem Tatort? Also diese ARD-Sonntags. Das Thema war Integration. Ja. Frauke Petri als Expertin. Genau. Danke, ich hätte es sonst gebracht. Ich bin an die Decke gegangen, weil, also natürlich kann man Frauke Petri in eine Talkshow einladen, aber man sollte sich nicht die Illusion machen, dass Frauke Petri über die bessere Integrationspolitik reden will, sondern ihre Politik ist, nicht zu integrieren. Deswegen ist es eine klassische Fehlentscheidung dieser Redaktion gewesen, zu dem Thema Frauke Petri einzuladen, weil damit war klar, dass über das Thema, um das es eigentlich angeblich gehen sollte, gar nicht konstruktiv diskutiert werden konnte. Weil da eine Person saß, deren Agenda es ist, dieses Thema zu zerschießen. Man kann ja sich gerne mit der AfD über ihre Vorschläge für Polizeireform, um beim Thema zu sein, oder mehr Mittel für die Polizei oder härtere Gesetze oder so diskutieren. Da muss man noch mal gucken, ob in deren Programm dazu was Konkretes steht. Wenn ja, okay, sollen sie gerne zur Debatte kommen. Aber wenn da nichts drin steht, dann brauchen sie auch nicht im Studio zu sitzen. Und deswegen, das meinte ich damit, es werden AfD-Politiker aus einem vermuteten oder so ein Gefühl, wir haben die zu lange ausgegrenzt, weil man geht denen auf den Leim mit diesem, wir dürfen es ja gar nicht sagen, hier, wie heißt der Thilo Sarrazin, stellt sich auf die Straße und sagt, ich bin der Unterdrückte und ich darf nichts ran. Der Mann verkauft Millionen von Büchern, ja, und hat Vorabdrücke in der Bild-Zeitung und stellt sich hin, als dürfe man das nicht sagen, was er sagt. Also dem auf den Leim zu gehen und zu glauben, man müsse jetzt mit denen reden, weil sie ja die Verfolgten sind, die niemand hört. Niemand redet lauter als die AfD-Leute. Deshalb sie einzubeziehen, wo sie was Konstruktives beizutragen haben, sie genauso zu prüfen. Ich lade auch nur einen Grünen oder einen CSU-Mann ein, in ein journalistisches Interview, wenn der inhaltlich was zu sagen hat. Da bitteschön soll die AfD gern dabei sein. Aber wenn sie da dann sitzt und nur ihre Ressentiments ablädt und rassistische Stereotype verbreitet und dadurch normalisiert, dagegen habe ich sowohl journalistisch was, weil es schlechtes journalistisches Handwerk ist, aber auch staatsbürgerlich was, weil da ein Diskurs normalisiert wird, der in einer Demokratie klar ausgegrenzt werden müsste. Das meinte ich vorhin mit dieser Empörung über jetzt sitzen die AfD ja. Also ich bin überrascht, dass du überrascht bist. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass solche Formate, ohne jetzt eine bestimmte Sendung erwähnen zu wollen, solche Formate dafür da sind, tatsächlich politische Meinung zu bilden, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es Unterhaltung ist. Und für diese Unterhaltung brauche ich natürlich halt Leute, die so ein bisschen Pep reinbringen. Und dann ist diese These super, also quasi, also darum geht es. Ich sage ein Beispiel, warum es so ist. Das ist mir jetzt so abgebrüht. Nein, ich bringe ein Beispiel, was ich meine. Ich habe mal für einen Professor gearbeitet, als Assistent, noch während meiner Promotion. Und es hat eine Redaktion angerufen in dieser Universität und sie wollten einen Moslem. Und ich habe dann im Prinzip am Telefon gesagt, wir vermitteln keine Muslime. Müssen Sie sich schon an andere quasi. Wir können Wissenschaftler vermitteln. Das ist quasi, es kann jemand aus der Fakultät, wie auch immer, dahin gehen und etwas. Nein, wir brauchen einen Moslem. Dann ist das Gespräch zu Ende gegangen. Am Abend war diese Talkshow und es saß ein Moslem drin. Und das war ein Ebenbild von Osama bin Laden. Ja, also quasi ein Prediger, der hier aus Leipzig kommt, das mittlerweile in Leipzig lebt, der im Prinzip halt so bestimmte Kleidung hat, gebrochen Deutsch spricht und so weiter und so fort. Etwa 10 Jahre später
habe ich dann eine andere Sendung beobachten dürfen. Da hat man im Prinzip nach einer vollverschleierten Frau gesucht, die was mitzuteilen hat. Und die hat man in Deutschland nicht gefunden, da hat man eine importiert aus der Schweiz. Ja, also das ist ja Realität. Ja, ich sage deswegen im Prinzip meine Schlussfolgerung, das ist Unterhaltung und das ist nicht unbedingt politische Bildung, was hier produziert wird, obwohl es durch eine Zwangsabgabe finanziert wird. Und manchmal wird sogar ein Moslem gesucht oder eine Muslime, und wenn man dann sagt, hier ist hier eine, ich wollte eine mit Kopftuch. Ja? Also natürlich stimmt das alles. Ich kenne die Produktionsbedingungen und die Zwänge und die Rituale auch im Journalismus oder im Fernsehen, in der Unterhaltung. Aber ich kann mich doch nicht hinsetzen und sagen, boah, ist halt so, kritisiere ich nicht mehr. Nein, absolut. Sondern schon sagen, das ist nicht Journalismus oder das entspricht nicht dem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Punkt. Ja, es gibt aber auch einen Auftrag an die Politik. Also quasi, Entschuldigung, wenn ich das im Prinzip jetzt einfach so einfasse. Ich finde es schon fast eine Frechheit, dass jemand im Prinzip beispielsweise Sarrazin, der dann ein Buch veröffentlicht, Deutschland schafft sich ab, in einer Zeit, in der wir eine Finanzkrise hatten. Ein Bankier schreibt ein Buch darüber, dass Deutschland schafft sich ab und sucht sich Minderheiten raus, die verantwortlich sind. Dabei waren wir, die deutschen Schulden haben sich verdoppelt durch die Finanzkrise. Und die wurde verursacht durch Bankiers und nicht durch Sozialhilfeempfänger oder wie auch immer. Und das Problem ist, dass die Politik, dass die Gesellschaft, dass die Zivilgesellschaft im Prinzip sich nicht hingestellt hat und gesagt hat, na hör mal, du bist nicht irgendjemand, sondern du warst politisch in Verantwortung. Du warst in Berlin Senator, du warst im Prinzip Bankier. Nein, und aber so weil, ich gehe da jetzt mal rein, weil wir noch fragen, weil wir natürlich auch damals, er ein Fass geöffnet hat, von dem, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ein Fass, was es immer gegeben hat. Es gab immer einen, nicht nur Bodensatz, es gab einen hohen Prozentsatz an Rassismus in Deutschland. Und das ist jetzt wieder der Punkt, wo wir vorhin bei Identität waren. Darüber wurde aber nicht gesprochen. Und insofern konnte er ein Fass öffnen und darum hat er auch die Resonanz bekommen in den Medien, weil man plötzlich froh war, man durfte darüber sprechen. Vielleicht konkreter Ihre Frage zu beantworten, stören. Und man stört nicht besser, als wenn man Frage stellt. Und Frage stellen ohne Ende, aber dazu bereit sein, dass die Antwort nicht gefallen wird. Weil das ist sehr oft, was wir vermeiden mit Dialog. Wir stellen eine Frage und hoffen, dass es gut klingen wird. Bereit für Konfrontation. Ich glaube, wir nicht unbedingt Gewalt, aber mit auseinander zu haben, manchmal kann es heftig sein, aber es tut gut. Und deswegen, ja, super konkret, wenn es Leute gibt bei der Uni oder irgendwo, die eine andere Meinung haben. Druck bauen ist sehr lehrreich. Also ich finde es sehr praktisch. Gut, dann haben wir jetzt, wir sind eigentlich schon etwas über die Zeit auch. Ich würde sagen, genau, Sie hatten noch eine Frage, dann nehmen wir noch eine letzte Frage. Mava muss auch wieder zurück nach... Genau. Wollten Sie Ihre Frage nochmal stellen? Ja, sehr gerne. Also ich hatte eine Frage bezüglich Mr. Saint-Pierre. Und zwar, Sie arbeiten im Bereich Sicherheitspolitik Consulting. Sehen Sie die Ereignisse in Deutschland, die es jetzt gab, also sowohl in Berlin als auch in Würzburg, als auch in München, als singuläre Ereignisse? Oder sehen Sie eine Tendenz zu weiteren Anschlägen, die sich verknüpfen können mit der Zeit? Das ist eine super Frage. Der Mister ist vielleicht zu viel, aber ja, ich sage, auch wenn es vielleicht nicht die richtigen Worte sind, wenn man eine Schwäche merkt oder dass jemand verletzbar ist, dann greift man weiter an. Das hat man in Frankreich gesehen, also vielleicht ist es unbewusst, aber bis 2009 war Frankreich als der unanschlagbare, unangreifende Land, also westliches Land. Also wirklich als die Spitzenterrorismusbekämpfungsland. Leute haben entdeckt, es gibt einen Unterschied zwischen der Mythos und der Realität. Und ab dem Moment, wo man diese Schwäche entdeckt, dann geht's los. Das größte Problem ist, wenn man imitieren kann, also sich inspiriert lässt. Und deswegen, ja, kann man viel Fokus auf Zellen und Netzwerke und Abhörmaterial. Aber man rechnet nicht mit dem Amokläufer zum Beispiel, was wir in München sehr gut gesehen haben. Und was wir heutzutage sehen, ist, ja, ich mag nicht den Ausdruck Lone Wolf oder einsamer Wolf, weil es sehr oft nicht stimmt. Aber diese Einzeltäter
Es gibt bei manchen, die tatsächlich ohne große Verbindung, vor allem heutzutage, wenn man ein Küchenmesser nutzen kann, sein Auto nutzen kann, ist auch vergessen, dass in 2014, Oktober 2014, es gab einen Autoanschlag im Kanada, so im Saint-Jean-sur-Richelieu, für IS ein Bekenntnis dazu gegeben. Und ein Typ hat einfach sein Auto über zwei kanadische Soldaten gefahren. Einer ist gestorben. Und das war einfach nur, sein Problem, hat sein Auto genommen und los. Da kann man sich nicht wirklich wehren. Aber auch im Voraus, dieser ganze, ja, wir hätten vielleicht bewusst, dass er bestimmte Seiten oder nicht. Nee, er hatte keine Internet-Identität, er hat keine Online-Identität auch dazu. Dieser klassische Ausdruck, 100% Sicherheit existiert nicht, das stimmt. Andererseits, wenn man denkt, dass Deutschland sehr beliebt ist in muslimischen Ländern, also im Nahost, für was sie tun. Nee, es ist komisch, aber es ist so. Also bei vielen Ländern, weil Deutschland auch zum Glück noch nicht der Ruf als Mitmacher bei Koalitionen und als Kreuzzüge und so weiter, dann sind die auch zum Ziel. Man greift Vorbilder an. Und deswegen dazu, ja, ich sehe, dass es doch steigern wird. Aber die Art und Weise, ein Anschlag wie in Brüssel oder im Bataclan, ist geringer geworden, genau, weil alle fokussieren auf sowas. Aber dass jemand hier reinkommt und losgeht, das ist sehr möglich. Übrigens nicht vergessen, 2006, als der Hauptbahnhof hier eröffnet wurde, gab es eine Messerattacke mit 6 Leuten, die niederstochen wurden. Also ohne, und das Erste, manchmal, das Leben funktioniert komisch, das Erste hatte HIV, der Erste, der niederstochen wurde. Also manchmal, es muss kein Terrorismus sein, Gewalt. Also ja, es wird steigern, leider. Gut, dann würde ich jetzt einfach nochmal, weil Ihre Frage haben wir tatsächlich ja noch nicht ganz so beantwortet. Sie haben ja gefragt, was kann man tun? Die eine, das war ja zweigeteilt, die Frage. Das eine war die AfD und soll man die einladen? Und das andere war, was kann man tatsächlich tun? Also was sind auch wirklich was sind Maßnahmen, die man tun kann? Gar nicht jetzt so sehr im Bereich Sicherheit, sondern ich habe Sie so verstanden, im Bereich Identität auch und im Bereich auf Dialog. Können wir da vielleicht von euch beiden nochmal eine kurze, auch wenn das Taxi gleich vor der Tür steht, nochmal einen kurzen Abschluss zu diesem Panel dann haben und dann würden wir, Mekonnen würde dann auch nochmal das dann hier abschließen. Ich denke, das Wichtigste, was wir tun müssen, ist tatsächlich das, was eine politische Stiftung als Auftrag hat. Wir müssen politisch bilden, sensibilisieren. Wir müssen eigentlich für eine Sache kämpfen. Ich finde, wir können sogar uns Extremisten als Vorbild nehmen. Die sind so derart in ihrer Sache, ja, und sind bereit, dafür Zeit und Geld und wie auch immer dafür einzusetzen. Und wenn wir im Prinzip tatsächlich etwas haben, wofür es sich lohnt zu kämpfen, dann sollten wir es tun, indem wir tatsächlich unsere Argumente und unsere Handlungen und so weiter und so fort auf den Tisch bringen. Ich bin absoluter Anhänger der politischen Bildung und ich habe das Gefühl, dass wir es verlernt haben, also quasi uns tatsächlich politisch zu bilden. Wir brauchen entsprechende Angebote, wir müssen junge Menschen erreichen und wir müssen vor allem wenn es um islamistischen Terrorismus geht, wir müssen muslimischen Eltern deutlich machen, dass eine Identität ihrer Kinder, die auf Segregation basiert, auf Spaltung, auf Rückzug aus der Gesellschaft, dass solch eine Identität zu schwach ist, um in einer pluralistischen Gesellschaft existieren zu können. Also das ist ein Bildungsauftrag bzw. ein Erziehungsauftrag an die Eltern. Wir haben einmal die politische Bildung, die dann halt über die Institutionen der politischen Bildung und Schulen geschehen soll. Allerdings bringt das nichts, wenn die Gesellschaft nicht auch anerkennt, dass die muslimischen Jugendlichen genauso eine Ressource sein können wie andere Jugendliche. Was meine ich denn damit? Wenn wir nicht anerkennen, ich stelle einfach die Frage, wie viele positive Narrative kennt ihr oder kennen Sie über die folgende Gruppe? Jung, muslimisch und männlich. Die werden nur als Problem diskutiert. Und warum sollen Leute, die ganze Zeit als Problem diskutiert werden, auf einmal etwas Positives mit der Gesellschaft in Verbindung bringen? Das heißt, es müssen Narrative geändert werden. Das ist aber nicht so einfach. Nicht so einfach, weil das Ganze im Kontext weltweiter Entwicklung letztendlich geschieht und wir sind gefragt, tatsächlich zu handeln. Mir kommt gerade nur ganz, was fällt Ihnen ein, wenn Sie hören, jung, männlich, ostdeutsch? Ja. Also tatsächlich da ein positives Bild und vorhin oder hier eben auch Pluralität und Pluralismus als normal zu etablieren, aber auf einer einheitlichen, klaren, gemeinsamen Wertebasis. Das
Beispiel kam hier seit 40 Jahren nicht wählen können. Ich bin sehr dafür, Wahlrecht an Steuerzahlen zu binden. Wer Steuern zahlt, darf auch wählen. No taxation without representation war die Tea Party und so. Das heißt aber, ich grenze ja da schon Leute aus. Also jeder, der Hartz IV bekommt, darf dann nicht wählen. Zahlt Mehrwertsteuer. Jetzt zahlt Mehrwertsteuer. Danke. Okay, bitte um Verzeihung. Also jeder, der hier lebt und so weiter. Und sich an der Finanzierung der Sozialsysteme und so weiter soll wählen können. Aber dafür, dann bin ich auch dafür, bei dieser ethnischen Vielfalt dann auch klarer als bisher Kriterien zu setzen. Und es muss klar sein, ein eingeschultes Mädchen mit einem arabisch klingenden Namen geht natürlich zum Schwimmunterricht, geht natürlich wie alle anderen Kinder in alle anderen gemeinschaftsbildenden Angebote. Also sehr viel klarere, inhaltlich demokratische Anforderungen zu stellen an Leute, die hier leben. Ich glaube ja nicht, dass das ein Problem ist, aber es wurde bisher als Problem dargestellt. Wir können die ja nicht wählen lassen, weil wir wissen ja nicht, wen die wählen und ob die hier sich überhaupt beteiligen und interessieren. Ich würde da positiv rangehen, aber dann eben auch klarere, inhaltliche Standards setzen. Gut, dann bedanke ich mich und würde jetzt bei unserem Podium. Achso, jetzt habe ich. Jan, du hattest. Genau, weil das war schon ganz gerecht. Er hatte ja schon. Also insofern ist das alles schon mit drin. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch dreien und bei Ihnen auch und würde jetzt aber nochmal zum Abschluss an unseren Gastgeber, an Mekonnen Meshkener, nochmal weitergeben. Ja, vielen Dank an Marwan Abutam. Weil er geht. So. Also ich glaube, keinen besseren Abschluss kann es geben, weil die nächste Veranstaltung sich tatsächlich mit den Themen beschäftigen wird. Das ist eine dreiteilige Veranstaltung, die wir in dieser Reihe geplant haben. Perspektiven für eine Einwanderungsgesellschaft, so heißt die Reihe. Und die erste Veranstaltung hat sich mit Angst, Hass und Hetze beschäftigt. Die heutige mit Radikalismus und Terror. Und die nächste Veranstaltung hat den Titel Vielfalt und Zusammenhalt. Und da wurden ja eine Reihe von Anregungen und Kriterien auch genannt, wie wir uns aufstellen können als eine zukunftsorientierte Einwanderungsgesellschaft, als moderne demokratische Einwanderungsgesellschaft. Und was brauchen wir, was sind so die Kriterien? Wie offen können wir streiten, welche Streitkultur brauchen wir und was sind die Visionen, was hält dann die Gesellschaft zusammen? Das werden so Fragen sein, die wir bei der nächsten Veranstaltung diskutieren am 24. Mai. Die wird auch nochmal von Breschkay moderiert. Sie moderiert die Reihe, alle drei Veranstaltungen. Vielen Dank dafür, auch für die heutige Moderation. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei Thoralf Staudt für die tiefen Einsichten in die Arbeit, in die Materie, die er seit Jahren macht, wie kein anderer. Und auch sicher viel erzählen kann, viel sagen kann, aber die Zeit war beschränkt. Jan Saint-Pierre, der heute zum ersten Mal bei uns ist und als Redner, genau, und wahrscheinlich nicht das letzte Mal, aber diese Perspektiven brauchen wir auch, die europäische Perspektive, auch die internationale Perspektive, die du aufgezeigt hast. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und ganz kritischen Beiträge. Wie wollen wir eine offene Streitkultur aufbauen und mit wem streiten wir und wie streiten wir und wo ziehen wir die Grenzen? Das waren auch, glaube ich, sicher wichtige Fragen, zu wissen, wie streiten wir und wo ziehen wir die Grenze, müssen wir es erstmal wissen, wo stehen wir. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die wir auch immer beantworten müssen. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei den Beiträgen. Wir laden Sie zu einem kleinen Empfang mit Brezel unten im Erdgeschoss und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.